War ja klar, dass Nasty, diese Person, wieder irgendwo auftaucht. Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Nun, Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Das ist dein Problem. Wie sieht's bei dir aus? Gut, ich sammle viele neue Eindrücke an deiner Seite. Dein menschliches Bestreben, unseren Lebensraum erhalten zu wollen, ist beachtenswert. Na gut, gehen wir. Ist nicht mein erster Job als Geldeintreiber. Dann bewegen wir mal unsere Arsche. Wir sind nämlich schon ziemlich spät dran. Da. Ich schätze, sie haben uns schon gesehen. Eins sage ich dir gleich. Die Kerle werden schon ahnen, was wir wollen. Sie kennen mich und wissen, dass ich dem Duke direkt unterstellt bin. Sobald wir uns ihnen nähern, wird ihnen der Buckel brennen. Wundert mich nicht. Egal, du weißt jetzt, was Kapelle ist. Dämliche Penner. Wie viel Elixit solltest du denn aus den fahrenden Händlern herausquetschen? Die Kohle ist Nebensache. Der Kerl hat den Duke verarscht und sollte seinen Denkzettel kriegen. Das hat er wohl. Er ist tot. Ach gut. Ein Problem weniger. So langsam verstehe ich, was deine Hauptaufgabe beim Duke ist. Wenn du das sagst? Du bringst mich aber nicht einfach im Schlaf um oder so. Nein. Für dich lasse ich mir was ganz Spezielles einfallen. Wenn es denn mal soweit ist. Wenn was soweit ist? Das wird der Duke entscheiden. Du bist ja ein Herzchen. Hey, das ist nichts Persönliches. Natürlich nicht. Was ist der nächste Auftrag, den dir der Duke gegeben hat? Das wirst du erfahren, sobald ich ihn habe. So, und jetzt mach weiter, womit auch immer. Bereit für große Schandtaten? Mach schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wird nicht mehr lange dauern, bis die Hölle über uns hereinbricht. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Hab's kapiert. Neue Ortung. Weitere Kontrollknotenchips der Skynes? Positiv. Sehr gut, dann haben wir jetzt die Möglichkeit herauszufinden, wer diese neuronalen Netzwerke der Skynes kontrolliert? Möglicherweise. Wie jetzt? Keine Wahrscheinlichkeitsangabe? Unzureichende Analyse der Gesamtsituation. Du sparst Energie. Unzureichende Analyse. Egal. Dann finden wir diese Chips. Abreisewahrscheinlichkeit 75%. So. Skyens Spähtrupp in dem Gebäudekomplex direkt vor uns. Die Jungs werden langsam lästig. Na schön, kümmern wir uns drum. Überraschende Erkenntnis. Diese Soldaten haben mehrfach Verbindung mit ihren neuralen Systemen gehabt, bevor wir sie gestört haben. Du meinst mit ihren eigenen? Salopp formuliert könnte man sagen, die Skyans besitzen die Fähigkeit, ihren Geist mit ihren Rechnern zu verbinden. Seit wann verwendest du saloppe Formulierungen? Die Analyse der letzten Einsätze ergab eine höhere Effizienz, wenn ich eine solche Ausdrucksweise wähle. Du meinst, die Gespräche mit mir werden dadurch kürzer, weil ich keine dummen Fragen mehr stelle? Das ist eine sehr simplifizierte Darstellung der Sachlage. Aber offensichtlich zutreffend. Also gut, die Skyans verbinden sich mit ihren Maschinen. Das ist ebenfalls nichts bahnbrechend Neues. Erinnert mich an Dawkins und die Hybridmaschine. Interessant zu wissen wäre nur, wie viel Kontrolle die Skyans über sich und ihre Maschinen haben. Oder läuft es wie bei Dawkins, der angeblich einen Teil seiner selbst aufgeben musste, um sich mit der Maschine zu vereinen? Ein weiterer Scan wird uns diese Frage sicher beantworten. Ich werde meine nächste Ortung umgehend melden. Sehr gut, mach das. Alles okay? Geht so. Für meinen Geschmack sind die Fremden immer noch zu zimperlich. Wann geht's denn mal wieder endlich zur Sache? Okay, schauen wir uns deine Kleriker mal genauer an. Gut, also los geht's.
Normalerweise kampieren sie in der Gegend vor uns. Wenn wir unauffällig bleiben, erbeuten wir ihre Pläne, die sie sicherlich irgendwo bei sich haben, ohne dass sie es merken. Doch das ist nicht die oberste Direktive in dieser Sache. Warum gerade die Kleriker? Glaubst du wirklich, sie könnten euch Alps gefährlich werden? Das Elex hat uns emotionslos gemacht. Bei unseren Brüdern und Schwestern, den Klerikern, ist das anders. Sie konsumieren kein Elex. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn du mich fragst. Hier hast du die strategischen Pläne der Kleriker. Danke. Das wird mich ein ganz großes Stück nach vorne bringen. Gern geschehen. Die Kleriker sind Menschenfreunde und haben eine sehr große Empathie. Das macht sie empfänglich für viele Dinge, die uns Alps verwehrt bleiben. Es hat viel mit Intuition zu tun. Sie lässt viele Handlungen für uns Alps sehr irrational erscheinen. Doch aus meiner heutigen Sicht sind sie das nicht. Wir können immer noch von unseren Brüdern und Schwestern lernen. Verstehe. Was wirst du als nächstes tun? Nach der Auswertung der Klerikerpläne schauen wir uns die Morkons näher an. Frag mich später noch einmal, wenn ich soweit bin. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Wie sieht's aus? Ich wäre soweit, einige strategische Pläne der Morkons zu erbeuten. Deren zerstörerisches Potenzial könnte das Depot in Schutt und Asche legen. Das gilt es mit aller Macht zu verhindern. Es gibt weitaus Gewaltigeres, das uns alle bedroht. Die Angriffe der fremden Eindringlinge haben klare Strukturen und ihre Intentionen sind mehr als eindeutig. Doch die Falschheit und Unberechenbarkeit der freien Menschen ist für mich weitaus bedenklicher. Die Morkons machen keinen Hehl daraus, dass sie destruktive Fanatiker sind. Das sollen wir alle glauben, doch ich denke, da steckt noch mehr dahinter. Finden wir es heraus. Zeig mir deine Morkons. Gut, folge mir. Es ist wie das letzte Mal. Irgendwo dort haben die Morkons ihre strategischen Pläne gelagert. Und ich denke, sie werden nicht darüber erfreut sein, wenn wir sie ihnen entwenden. Hier sind die Pläne der Morkons, die du wolltest. Gut, das ist sogar sehr gut. Endlich bekomme ich ein paar mehr Einblicke in die Machenschaften dieser religiösen Fanatiker. Ich werde sie alsbald auswerten. Was dann? Das weiß ich noch nicht. Frag mich später noch einmal danach. Hast du denn mittlerweile irgendwelche Erkenntnisse aus den erbeuteten Plänen gewonnen? Ja, in der Tat, das habe ich. Doch ich glaube kaum, dass sie dir nützen werden. Warum nicht? Es geht um emotionale Reaktionen und Einstellungen bestimmter Sachverhalte. Zum Beispiel? Wie sie über Fortpflanzung denken. Was sie machen würden, wenn alle anderen Gemeinschaften nicht mehr da wären. Weiterführende Techniken im Zusammenhang mit unausweichlichen Bedrohungen und Überlebensängsten. Du redest über Psychologie, über das Menschsein an sich. Sieht ganz so aus. Okay, wie willst du damit dein Volk beschützen? Das solltest du eigentlich am besten wissen. Kenne deinen Feind und du weißt, wie du ihn am effektivsten treffen kannst. Mhm. Ja, genau. Alles okay soweit? Statusbericht. Zur Beanstandung gibt es aktuell keinen Grund. Ich weiß, du meinst es gut. Doch solltest du darauf achten, dass deine eigenen Belange dabei nicht zu kurz kommen. So, Kollege, jetzt bin ich an der Reihe. Auftrag vom Duke? Ganz genau. Und dein Arsch wird mich dabei begleiten. Und was ist, wenn ich mich weigere? Dann bleibt die Scheiße so lange liegen, bis wir sie erledigen. Du meinst, bis dir der Duke aufs Dach steigt, weil du seinen Auftrag nicht erledigt hast? Dein Arsch steht dann ganz oben auf der Abschussliste, das ist schon mal klar. Worum geht's denn genau? Es gibt da so einen, wie soll ich sagen, gefügigen Kleriker namens Herald. Wir machen das eine oder andere Waffengeschäft mit ihm. Ein korrupter Kleriker? Will der Duke Energiewaffen kaufen? Nein, der Kerl sitzt auf einem Haufen konventioneller Waffen, die in der Burg auflaufen.
Männer, die rekrutiert werden und auf Energiewaffen umsteigen oder Knarren, die die Kleriker auf ihren Streifzügen erbeuten. Du erzählst mir nicht genug, um die Sache wirklich beurteilen zu können. Ist das wichtig? Ich gehe davon aus, dass es kein Freundschaftsbesuch wird. Nicht wirklich. Also, sag mir, wann du bereit bist, damit wir gehen können. Na schön, machen wir das. Ich will diesen Herold kennenlernen. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Der Kerl ist irgendwo in der Gegend da, vor uns anzutreffen. Eher einer von der Sorte, der sich im Hintergrund hält? Die meiste Zeit schon. Wir werden sehen, ob wir ihn überhaupt finden. Was soll das? Wer bist du? Was willst du von mir? Keine Sorge, Herold. Er gehört zu mir. Ich hatte euch Arschlöchern doch gesagt, dass ich nur mit einem von euch verhandle. Locker bleiben. Ich bin nur Beobachter. Das soll mich jetzt beruhigen, ja? Du hast ja keine Vorstellung, welches Risiko ich eingehe, hier zu sein. Wenn herauskommt, dass ich mit den Halsabschneidern aus dem Krater verhandle, bin ich geliefert. Komm mal wieder runter, Herold. Ich will nur reden. Ich weiß, was du willst. Der Duke hätte nicht seinen Schläger geschickt, wenn alles glatt laufen würde, oder? Meine Worte. Du verschwindest besser aus meinem Blickfeld. Sonst ziehe ich dir eins über deinen Schädel. Ich tu dir schon nichts. Das kannst du jemand anderem erzählen. Du bist hier, um abzusahen. Nichts weiter. Du Dreckskerl! Die letzte Lieferung war nicht das, was wir von dir gewohnt sind. Ich kann nichts dafür. Die Geschäfte laufen schlecht. Ach, komm schon. Was glaubst du denn, was der Duke mit mir anstellt, wenn ich ihm so eine lahme Entschuldigung auftische? Du hast einen Batzen Kohle bezogen und hast nicht geliefert. Sei mal ehrlich, was würdest du an meiner Stelle jetzt machen? Was auch immer jetzt passiert, kampflos werde ich mich nicht ergeben. Manchmal muss man sich die Hände schmutzig machen. Du hast damit kein Problem, oder? Herold war ein ziemlich paranoider und illoyaler Opportunist. Von der aggressiven Sorte. Besonders kompromissbereit war er nicht. Er war ein feiger Penner. Sollte er nicht mit dir verhandeln? Manchmal laufen Dinge eben anders, als man sie erwartet. Es muss nicht immer alles Sinn ergeben. Vor allem nicht, wenn man die größeren Zusammenhänge nicht versteht. War es also in etwa das, was du wolltest? Nicht einmal im Ansatz. Ich sollte Herold nur ein bisschen Angst machen und mehr aus ihm herausquetschen. Hat ja super funktioniert. Schicksal. Was wirst du dem Duke jetzt sagen? Die Wahrheit. Dass wir die Waffenlieferung aus der Burg der Kleriker abschreiben können. Das wird dem Duke nicht gefallen. Das ist dann wohl mein Problem. So, Schluss jetzt damit. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn sich wieder etwas Neues ergibt. Hey, du meldest dich aber, wenn du ein weiteres Experiment starten willst. Ehrlich gesagt, hätte ich das schon längst getan. Aber? Ich bin mir nicht sicher, ob es zielführend ist. Das finden wir sicher heraus, sobald wir es starten. Also, wie sieht dein nächster Plan aus, um menschlicher zu werden? Ich möchte der Bastion helfen. Um die Bastion herum gibt es eine Menge Gebiete, die wilde Tiere und andere störende Kreaturen beherbergen. Lass uns auf die Jagd gehen und sehen, was wir tun können, um die Bastion vor ihnen zu schützen. Was genau soll das bewirken? Ich helfe damit meinen Freunden. Das ist doch eine dieser Sachen, die euch Menschen so menschlich machen, oder? Im Grunde schon. Dann lass uns losgehen. Du sagst mir, wenn du bereit bist. Okay, lass uns jagen gehen. Sehr gut. Unterhalb der Bastion an den Gewässern sind vor kurzem ein paar ziemlich störende Flusskriecher aufgetaucht. Um die sollten wir uns kümmern. Flusskriecher können ziemlich gefährlich werden. So wie die meisten Kreaturen Magalans. Ja, die Alps zum Beispiel. Sollte das ein Scherz werden?
Flusskriecher sind erledigt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Dann warten wir nun das Ergebnis ab. Ich danke dir. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zu arbeiten. Das sagt man doch so, oder? Gern geschehen. Ja, genau. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Ja. Hör mal, ich hätte da ein weiteres Anliegen an dich. Ich möchte einige strategische Pläne der Berserker erforschen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Weißt du denn schon, wo du solche Pläne finden könntest? Eine Gruppe Berserker, die solche Pläne haben könnte, ist gerade im Umland des Forts von Tavar unterwegs. Wir sollten uns das mal genauer ansehen. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein Volk so eine Angst vor den Berserkern entwickelt hat. Alles, was fremd ist, wird oft als Bedrohung empfunden. Die Berserker stehen für die Menschen und die Natur ein und versuchen, beides zu erhalten. Ihre Methoden sind oftmals sehr esoterisch. Etwas, das überwiegend wissenschaftlich denkende Alps nur schwer nachvollziehen kann. Hier sind die strategischen Pläne der Berserker. Meine Analyse geht gut voran. Ich denke, wir beenden unsere Zusammenarbeit nun. Jetzt schon? Wir fingen doch gerade erst an, uns zu verstehen. Du weißt, was ich will. Ich will das Volk der Alps beschützen. Und du weißt, was ich will. Dass du hier an meiner Seite kämpfst. Das kann ja ewig dauern. Ich habe bei weitem Besseres zu tun. Moment mal. Du bist mir noch etwas schuldig. Du wirst gefälligst bleiben, bis wir durch sind mit der Sache hier. Ich warne dich. Nein, du bist jetzt Teil der sechsten Macht und es wird Zeit, dass du das endlich akzeptierst. Wie jeder andere auch. Das war nicht die Vereinbarung. Ich habe dir jetzt oft genug geholfen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du etwas zurückgibst. Du kannst immer noch zurück zu den Alps ins Depot, wenn du deine Pflichten erledigt hast. Und wie soll das aussehen? Fangen wir damit an, die Bastion sauber zu halten. Du teilst mich zur Reinigung der Wohnräume ein? Zur ersten Abkühlung würde ich vorschlagen, gehst du auf die Jagd und sorgst dafür, dass sich die Tiere in der Umgebung nicht mehr vermehren. Ja, aber... Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Nein. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehst du gleich los und machst, worum ich dich gebeten habe. Ich werde es tun. Ich werde in Kürze vorbeischauen und deine Arbeit kontrollieren. Jawohl. Na schön. Wir werden sehen. Die Umgebung der Bastion ist jetzt sauber, oder? Dann hätte ich den nächsten Auftrag für dich. Was denn? Den Hausputz für deine Lakaien? Wie ich sehe, bist du immer noch nicht abgekühlt. Das Feuer lodert noch immer in dir. Es wäre besser für uns alle, wenn du erst einmal für eine Weile den Wachdienst innerhalb der Bastion verrichtest. Aber... Ich will, dass du dich endlich anpasst und begreifst, worum es hier geht. Na gut, ich werde es tun. Dann will ich aber eine präzise Anweisung, wie dieser Wachdienst aussehen soll. Um die Menschen der sechsten Macht zu schützen, solltest du alle Bereiche, die von ihnen bewohnt werden, beobachten. Die Menschen sind flexibel und selten fest an einer Position. Das macht es schwierig, sie alle fortwährend im Blick zu haben.
dann sieh es als Herausforderung. Das ist doch... Aber gut, wie du befiehlst. Und wie lange? Bis du wieder einen klaren Gedanken fassen kannst und dein Gemüt abgekühlt ist. Du wirst mich nicht einfach vergessen und in der Bastion versauern lassen. Nein, habe ich nicht vor. Gut. Ich hab da noch einen. Der Duke hat einen neuen Auftrag für mich. Verstehe. Wird das wieder so eine Strafexpedition für untreue Lieferanten? Das wird sich zeigen, ob ich die grobe Kelle auspacken muss. Der Prügelknabe. Tja, nur mit dem Unterschied, dass ich es bin, der die Prügel verteilt, wenn's nötig ist. Wer ist denn der Glückliche? Ein Kerl namens Urax. Ein Alp. Richtig. Du warst ja früher selbst mal einer von dem Verein. Darum bist du der ideale Wingman für die Aktion. Was hat er verbrochen? Bisher noch nichts. Ich soll erst einmal mit ihm verhandeln. Urax soll vermutlich Energiezellen für unsere alten Maschinen liefern oder so. Und wo bekommt er die her? Was weiß ich, aus dem Depot? Kann uns egal sein. Hauptsache, er liefert. Du bist bereit? Ich bin bereit. Treffen wir deinen korrupten Alp. Dann aber schnell, wir sind schon spät dran. Nach meinen Informationen soll sich Urax irgendwo hier in dem Komplex aufhalten. Wir werden das Areal nach ihm absuchen müssen. Wie ich sehe, schickt der Duke seinen neuen Mann. Ich bin eigentlich nur Begleiter. Bully ist derjenige, der mit dir verhandeln soll. Wir kennen uns noch nicht. Ich habe den direkten Auftrag des Dukes, mit dir neue Konditionen auszuhandeln. Mag sein, jedoch ist das alles ohne Belang. Der Duke soll erfahren, dass die Lieferungen der Energiezellen unter diesen Umständen nicht weiter vollzogen werden können. Was? Warum nicht? Den verantwortlichen Technikern ist aufgefallen, dass die letzte Lieferung zu groß war. Es wurde Meldung gemacht und die Obrigkeit des Depots ist misstrauisch geworden. Noch bin ich nicht aufgeflogen, jedoch würde das sofort passieren, wenn ich so weiterverfahre. Unwahrscheinlich, dass der Duke das so akzeptieren wird. Mehr noch. Ich habe den Auftrag, dir klarzumachen, dass du zum nächsten Termin genau die gleiche Menge zum halben Preis liefern wirst. Alles andere ist dein Problem. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Alles Weitere führt zu nichts. Verdammt, was ist passiert? Urax hat sich wegteleportiert. Unwahrscheinlich, dass wir ihn je wiedersehen werden. So eine Scheiße. Das war's dann mit der Energieversorgung im Krater. Es werden schon nicht so schnell alle Lichter ausgehen, aber ärgerlich ist, dass wir uns eine neue Quelle suchen müssen. Der Duke wird nicht erfreut sein über diese Entwicklung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er so etwas schon geahnt hat. Ach komm, wie kommst du auf das schmale Brett? Ich begleite dich ja jetzt schon eine Weile auf deinen Missionen für den Duke. Bisher blieb noch jede davon erfolglos. Scheint fast so, als würdest du die unmöglichen Fälle zugeteilt bekommen. Ich bin Leibwächter des Dukes. Dann solltest du öfter mit ihm reden. Du hast ganz offensichtlich zu wenig Informationen. Du setzt voraus, dass der Duke gewusst hat, dass die Verhandlungen in jedem Fall scheitern würden. Baxter ist ein cleverer Mann. Das ist doch gequirlte Scheiße. Das konnte doch keiner voraussehen. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir sicher, dass du jetzt besser die Fresse hältst. Sonst stopfe ich sie dir. So, und jetzt will ich nichts mehr darüber hören, klar? Bis zum nächsten Fiasko. Schnauze! Hey, hör zu. Es reicht jetzt. Ich will wieder eine richtige Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher. Hast du über unser Arrangement nachdenken können? Ja, und du kannst mir vertrauen. Ich werde dir keinen Ärger mehr machen. Okay, dann halte ich bereit. Wir werden bald wieder in den Kampf ziehen. Gut, ich werde mich darauf vorbereiten. Wenn du also wieder einmal eine Waffengefährtin an deiner Seite brauchst, ich bin ab jetzt wieder verfügbar. Baxter und dein Bruder Logan haben wohl nicht das beste Verhältnis. Willst du mich verarschen? Die würden sich gegenseitig erwürgen, wenn sie sich begegnen.
Sie wollen aber keinen richtigen Krieg gegeneinander ausfechten. So eine Materialschlacht würde beide Seiten zu viel kosten. Jetzt sieh dir dieses Rattennest an. Beschissenes Fressen, beschissene Gesellschaft, beschissene Bescheißer. Sollen wir umdrehen? Quatsch, ist doch nett hier. Aus dir kann man einfach nicht schlau werden. Was sehen meine müden Augen denn da? Bist du nicht die Zwillingsschwester von diesem Arschloch Logan? Der Kerl, der sich damals mein vorgenommen und mich vertrieben hat wie einen Hund? Ja, leider. Und bevor du fragst, nein, ich hab nichts mehr mit ihm zu tun. Wenn du ihm den Arsch aufreißen willst, bitteschön. Er hängt irgendwo an der Küste von Caracas herum. Tja, Schätzchen, es ist nicht die Frage, wo Logan ist. Das weiß jeder. Die Frage ist, ob man ihn auch zu fassen kriegt, ohne dass er dich zuerst erwischt. Ich habe schon einige gute Männer verloren bei dem Versuch, ihn zu erledigen. Ja, er ist eine harte Sau. In der Tat. Na schön. Wie ich sehe, bist du bei den Morcons untergekrochen. Eine Fanatikerin habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Versuche es und du wirst es bereuen. Dann habe ich keine Verwendung für dich. Zisch ab. Nasty ist hier um meine Audienz im Auftrag der Morcons. Komm, lass den Scheiß. Ich kann das schon selbst. Was hab ich denn mit den Morcons zu schaffen, Schätzchen? Es wird nicht lange dauern, bis die Vandalen in dein mieses, kleines Loch hier einfallen und dir deine dreckige Visage einschlagen. Und mit so einem Stück Scheiße verbringst du deine Zeit. Ihr macht mir Spaß, ehrlich. Selten so gelacht. Eigentlich müsste ich euch die Eingeweide rausreißen für diese Frechheit. Aber wisst ihr was, ihr kleinen Scheißer? Ihr seid gestraft genug. Besser ihr bleibt zusammen. Alleine habt ihr keine Chance. Warum hat dein Bruder nicht schon längst versucht, Baxter von seinem Thron zu stürzen? Baxter sitzt im Krater. Mein Bruder an der Küste von Caracas. Ich glaube kaum, dass Logan sich für den alten Schrottplatz im Krater interessiert. Zu viel Dreck, zu wenig Profit. So ein Arschloch. Lass uns besser erstmal verschwinden. Das mit Baxter lief ja jetzt nicht so gut. Ich hätte ihm die Fresse polieren sollen. Ich weiß ja nicht, was deine Intention war, aber sehr diplomatisch war das jetzt nicht. Das Arschloch ist mir auf die Nerven gegangen. Na, vielleicht solltest du deinen Plan noch einmal überdenken. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe einfach noch nicht gefunden, was ich suche. Wie du meinst. Hast du noch mehr solcher Aktionen geplant? Ja, aber dafür brauche ich noch Zeit zur Vorbereitung. Ich könnte auch immer noch mehr Kampftraining gebrauchen. Okay, dann melde dich einfach, wenn du soweit bist. Darauf kannst du wetten. Hey, ein weiterer Auftrag des Dukes. Komm mit. Okay, gehen wir zu deinem nächsten Auftrag. Wer ist es? Das erkläre ich dir unterwegs. Komm schon, wir müssen los. Hier irgendwo muss er sein. Wen suchen wir genau? Ich soll hier einen Morcon aufspüren, der angeblich an eine Menge Metallzeugs aus der Grotte herankommt. Aber komm, wir suchen erst einmal den Kerl aus dem Hauptquartier der Morcons, bevor wir unsere Zeit verplempern. Ich nehme an, du bist der Kerl, den ich hier treffen soll. Das bin ich. Auch gut. Also, eins schon mal vorweg. Es gibt da ein paar Komplikationen. Ach ja? Wie überraschend. Was heißt das genau? Die Ware liegt zur Abholung bereit. Ein Haufen Metallplatten und genug Befestigungsmaterial, um daraus eine stabile Palisade zu fertigen. Es gibt da nur ein kleines Problemchen. Na was?
Der Kram liegt noch in der Nähe des Stationsbezirks, direkt am Eingang der Grotte. Du willst uns doch verarschen. Das heißt, dass man in den Eingangsbereich der Grotte schleichen muss und mit tonnenschweren Stahlträgern und Metallplatten wieder rauskommen müsste. Ja! Oder man stürmt die ersten Verteidigungslinien unseres Hauptquartiers. Einen Krieg mit den Morkons anzetteln für ein paar Metallplatten? Ich glaube kaum, dass sich der Duke auf so etwas einlässt. Ein glühendes Brecheisen schlägt er uns in den Nacken, wenn er das hört. Wenn das so ist, kann ich euch kaum weiterhelfen. Na, großartig. Vielen Dank für gar nichts, du Arsch. Verpiss dich bloß, bevor ich dir meinen Stahl zeige. Einen schönen Tag noch. Ich hab mich schon oft gefragt, was das für Dinger sind. Was meinst du? Na, diese riesigen Kisten mit Rädern drunter. Wer soll denn solche Karren ziehen können? Was für ein Dreck. Tja, das war wohl nichts. Ich hätte nicht wenig Lust, den Kerl einen Kopf kürzer zu machen. Ich glaube, es wäre über kurz oder lang sowieso darauf hinausgelaufen. Woher willst du das wissen? Ich glaube, die Aufträge, die der Duke dir zuteilt, sind allesamt unlösbare Aufgaben. Fängst du schon wieder an mit der Kacke? Dieser Morkon hätte doch nie und nimmer so viel Befestigungsmaterial aus der Grotte herausschaffen können, ohne dass es die restlichen Morkons auf den Plan ruft. Die ganze Nummer ist doch ein Witz. Ja, allerdings. Und er ist noch nicht einmal besonders lustig. Hat der Duke vielleicht auch mal einen Auftrag für dich, bei dem du am Ende nicht zwangsläufig mit leeren Händen dastehst? Was willst du damit sagen? So langsam tust du mir schon ein wenig leid. Wach mal auf, Bully. Denk mal darüber nach, was der Duke mit dir macht und vor allem, was er mit dir vorhat. Ja, das werde ich. Und du hältst dich da raus, dass das klar ist. Kein Problem, wir werden ja bald sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Scheiße. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Mach ich. Pass mal auf, du Vogel. Ich wäre dann soweit für die nächste Audienz. Jetzt schon? Dann lass mal hören. Wer soll's denn diesmal sein? Judikator Reinhold. Ein Handelspakt und Ressourcensharing mit den Morkons könnten sich für die Kleriker auszahlen. Du weißt aber schon, dass sie mit Sicherheit ziemlich misstrauisch sein werden. Die Kleriker sind Menschenfreunde. Die Morkons exakt das Gegenteil. Das lass mal meine Sorge sein. Bring mich einfach zu Reinhold und ansonsten halt die Klappe. Mitkommen. Verstanden. Wenn man sich zu lange mit den Brüdern hier unterhält, wird dein Hirn Grütze. Ihr Schöpfer ist nur ein weiterer Strohhalm, an den sie sich klammern. Wie ist das so für jemanden wie dich, bei den Morkons zu leben? Direkt und klar, ohne Umschweife oder gekünstelte Kacke. Jeder ist gerade raus und sagt dir, was er denkt. Eine einfache Art der Kommunikation und der Befehlskette. Was will ich mehr? Immerhin hatten die Kleriker dir damals ihre Truppen anvertraut im Krieg gegen die Alps. Damals ist damals. Heute sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Keine Ahnung, wie sie heute ticken. Ich habe Nesti mitgebracht. Sie ist heute, sagen wir mal, Botschafterin der Morkons. Ja, natürlich. Nesti. Ich erinnere mich. Sie war die Feldherrin, die damals unsere Truppen geführt hat, gegen die angreifenden Alps in Ignadon. Was kann ich für dich tun? Stimmt es, dass ihr Kleriker euch am Ende doch noch aus eurem Hort in Ignadon habt vertreiben lassen? Tja, das ist eine der Bürden, die wir zu tragen haben in diesen Tagen. Es fällt uns immer noch schwer daran zu denken, welchen Verlust wir zu erleiden haben, wenn ich an unsere technischen Errungenschaften im Hort von damals denke. Auf der anderen Seite, wären wir im Hort geblieben, wären wir vermutlich alle gefallen. Eine dieser Festungen der fremden Eindringlinge ist direkt auf dem Eingang unserer alten Stadt gelandet und hat dort alles vernichtet. Mag ja sein, aber das war ja nicht der Grund, warum ihr den Hort verlassen habt. Die Wahrheit ist doch, dass die Alps euch in den Arsch getreten haben und ihr achtkantig aus Ignadon rausgeflogen seid, als sie da ein weiteres Mal einmarschiert sind.
Nasty? Nun, was soll ich sagen? Sie hat ja nicht Unrecht. Und doch hatten wir keine Wahl. Nur so konnten wir unser aller Überleben sichern. Das ist typisch für euch Weicheier. Erst reißt man sich für euch den Arsch auf und dann lasst ihr euch am Ende doch noch die Butter vom Brot nehmen. Bist du nur gekommen, uns zu beleidigen? Feiglinge seid ihr. Aber keine Sorge, die schäbigen Überreste eurer Blechmann-Armee werden auch bald in Rauch aufgehen. Wenn es nicht die Alps sind, dann diese Pest von Kreaturen, die diese Fremden mitgebracht haben. Also, das ist doch genug! Diese Unterhaltung ist beendet. Hey, schau mal, wir haben Besuch. Komm doch her, hier bin ich. Dieses verfluchte Klerikerschwein hetzt er uns seine Maschinen auf den Hals. Warum musstest du ihn auch provozieren? Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Haben die Robots dich etwa nicht angegriffen? Der Angriff galt ja eigentlich nicht mir. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, scheiß drauf. Was sollte der Mist eigentlich? Das war doch keine Verhandlung, das war die reinste Provokation. Kann ja nicht jeder so eine Weicheierei ertragen wie du, großer Meister. Blödsinn, du führst keine Verhandlungen, du stiftest nur Unfrieden. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe dich nicht um Kommentare bei meiner Vorgehensweise gebeten. Du solltest ein bisschen mehr auf dich achten. Du gerätst irgendwann an die Falschen, wenn du so weitermachst. Ich tue das, was ich für richtig halte und sag dir Bescheid, sobald ich die Vorbereitungen für die nächste Aktion abgeschlossen habe. In der Zwischenzeit werde ich weiter trainieren. Ich werde es wohl kaum verhindern können, oder? Nein. Hör mal, du Flachzange. Warst du das? Bitte was? Na, die Flusskriecher unterhalb der Bastion. Ja, richtig. Das waren, die... Was fällt dir ein? Das ist mein Jagdrevier. Also kümmere dich in Zukunft gefälligst um deinen eigenen Mist, verstanden? Nicht zu fassen, diese verkackten Amateure. Und, wie zufrieden bist du mit deinen letzten Bemühungen, menschlicher zu werden? Nun, bisher hatten die Leute meist nur ein müdes Lächeln für meine Aktionen übrig, oder es gab Ärger. Menschen eben, hm? Du sagst es, eure Spezies ist sehr kompliziert. Wie auch immer. Ich bin noch nicht am Ende meiner Möglichkeiten. Du wirst schon sehen. Wie sieht's aus? Hast du einen neuen Plan? Ja, tatsächlich habe ich den. Gut, dass du danach fragst. Dieses Mal wird es einfacher werden. Wirklich? Dann lass mal hören. Die Jäger Rolf und Balder streiten sich ständig über ihre Jagdreviere. Ich weiß, schlimm die beiden, aber im Grunde harmlos. Ja, und ich werde versuchen, diesen Streit zu schlichten. Das wäre doch eine überaus menschliche Tat, oder? Allein der Versuch wäre es, das ist schon richtig, aber... Ja, ich weiß, es ist schon so etwas wie die Königsdisziplin der zwischenmenschlichen Aufgaben. Aber wenn ich es niemals versuche... Verstehe schon, wie soll das ablaufen? Ich werde mich in den Streit einmischen und die richtigen Worte finden, um das Ganze zu beenden. Und du als mein Mentor wirst mich zu ihnen führen. Ohne deine Aufsicht habe ich viel weniger Chancen auf Erfolg. In Ordnung. Für mich klingt das erst einmal nach einer einfachen Aufgabe. Dann abgemacht. Führe mich zu ihnen. Mitkommen. Selbstverständlich.
Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Du hast in meinem Revier nichts zu suchen, ist das jetzt klar? Stell dich mal nicht so an. Es gibt mehr als genug Wild in dieser Gegend. Was du auf deiner Seite der Bastion veranstaltest, ist mir egal. Hauptsache, du bleibst auf deiner Hälfte. Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Verdammt nochmal! Was willst du denn jetzt? Also, ich höre, dass sich die Gemüter sehr erhitzt haben bei eurer lebhaften Diskussion. Ich hätte da ein oder zwei Lösungsansätze anzubieten. Was? Hey, hör mal. Ich schätze, du meinst es gut, aber besser du hältst dich da raus. Nun, es ist doch ganz offenkundig, dass ihr euch in einer Art Pattsituation befindet. Also, so wie ich das sehe, gibt es nur eine Möglichkeit. Was hast du gesagt? Ich geb dir gleich Pattsituation. Jetzt bleib mal bei der Sache. Was mischt sich dieser Wicht hier ein? Oh, ich komme besser später noch einmal wieder. Die Sache ist noch nicht geklärt. Ich finde deine Beharrlichkeit und deinen unerschütterlichen Glauben schon sehr bemerkenswert. Das ehrt mich sehr, jedoch setzt es voraus, dass ich eine Seele hätte. Nach allem, was ich an Definitionen dafür in meinen Archiven finden konnte, ist das allerdings sehr unwahrscheinlich. Ziemlich durchwachsenes Ergebnis, würde ich sagen. Ich nenne das Startschwierigkeiten. Wie gesagt, ich bin mir darüber im Klaren, dass mein Unterfangen nicht einfach wird. Wahre Menschlichkeit bekommt man ja in der Regel verliehen und muss sie sich nicht erarbeiten. Ah, wenn du dich da mal nicht täuschst. Nur ein Mensch zu sein reicht bei vielen nicht aus, um menschlich zu sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist sehr ermutigend. Vielen Dank. Mehr Glück also beim nächsten Versuch. Frage mich am besten später noch einmal danach, wenn ich meine Daten ausgewertet habe. Hey, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Wow, das ist ja mal was Neues. Ja, aber mach nicht so einen großen Wirbel darum, okay? Klar. Ich hab mal über deine blöden Sprüche nachgedacht. Naja, das mit dem Duke und so, meine ich. Interessant, und? Tja, ich krieg das alles nicht so richtig in meinen Schädel. Wäre ich nicht schon so lange an Baxters Seite, würde ich vermutlich zu dem Schluss kommen, naja. Dass Baxter dich auflaufen lassen will, Sag das nicht so laut, das ist Verrat. Ich bin Outlaw und unterstehe direkt dem Duke von Arteris. Okay, habe ich verstanden. Aber was habe ich damit zu tun? Nun, es ist mal wieder Zeit. Ich muss meinen monatlichen Bericht beim Duke abgeben. Das verlangt er von allen, die er persönlich beaufsichtigt. Ich muss auf jeden Fall in absehbarer Zeit bei ihm vorsprechen und meinen Bericht vorlegen. Das wird spannend. Ja, du Arsch. Und weil du vielleicht recht hast mit deinem Gelaber, willst du mich dahin begleiten? Du willst Schützenhilfe gegen den Duke? Von mir? Wenn Baxter wirklich meinen Arsch braten will, dann dein gleich mit. Und wenn ich mich weigere? Dann werde ich dich wie einen nassen Lappen zu ihm zerren. In Ordnung. Ich bring dich zum Duke und halte dein Händchen bei deinem Monatsbericht. Ach, du hast es gerade nötig, dich über mich lustig zu machen. Bei den ganzen Kompromissen, die du bei der Scheiße in der Bastion eingehst. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Voll dahinter stehst du bei der sechsten Machtgeschichte wohl auch nicht. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ach komm, hör auf. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser. Also, sieh zu, dass du deinen Arsch zum Krater bewegst. Und vergiss nicht, mich mitzunehmen. Mitkommen. Mach ich. Irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Anreiz, zum Duke zu stiefeln. Wenn Baxter dich erwischen will, dann wird er es auch schaffen. Früher oder später. Also kannst du auch gleich zu ihm gehen. Wie oft veranstaltest du eigentlich so ein Empfangskomitee für den Duke so im Jahr? Wir können das gerne wiederholen, wenn dir nach einer Tracht Prügel ist. Nee, lass mal. Dann halt die Klappe. So, das ist jetzt.
Es ist dein Monatsbericht, Bulli, nicht meiner. Ja, ja, beweg dich. So, was wird das hier? Dauerlutscherparade? Ich bin hier, um meinen Monatsbericht abzugeben. Ah ja, sehr brav. Und, was gibt es zu berichten? Ich gehe davon aus, dass alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen ist. Komm schon, Baxter, lassen wir das. Du weißt genau, dass jeder deiner letzten Aufträge zum Scheitern verurteilt war. Allerdings, das ist mir in der Tat auch aufgefallen, Bulli. Tja, was machen wir denn da? Kann es sein, dass dir nur der richtige Anreiz gefehlt hat? Ich war bei seinen Missionen dabei. Wie das denn? Er hat mich mitgenommen. Keine davon war wirklich zu schaffen. Ach, tatsächlich? Und warum glaubst du, sollte ich Wert auf deine Meinung legen, du Penner? Bulli sollte auf dich aufpassen. Keiner sagte was davon, dass er dich gegen mich aufstacheln sollte. Noch so ein Minuspunkt auf Bullis Liste. Bulli ist zwar ein Arsch, aber er ist dir gegenüber immer loyal gewesen. Das werde ich mir merken. Na schön. Ich sag dir, was wir jetzt machen werden. Ich hab dann noch einen Auftrag für dich, Bulli. Wenn du den auch verkackst. Ich hab schon verstanden. Was willst du? Was soll ich machen? Ich hab da so einen Quacksalber aufgegabelt. Der hat mir zugesichert, dass er unsere Stems verbessern kann. Er braucht dazu einige Proben dieser Viecher aus den dunklen Türmen. Du willst Bulli dunkles Elix sammeln lassen, um daraus Stems herzustellen? Brauche ich einen Wiederkäuer oder was? Ja, das habe ich gesagt. Wer ist dieser Quacksalber? Ein absoluter Spitzenmann. Und du hörst auf, mir blöde Fragen zu stellen. Sonst ist es das Letzte, was du tun wirst. Ist das klar? Das mache ich nicht. Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich da wohl verhört. Ich war lange genug draußen und habe gesehen, was dieses dunkle Zeug mit den Menschen macht. Also, gegen die Biester kämpfen ist eine Sache. Aber sie ausnehmen. Ich pack das Zeug nicht an. Ach nee, da sind dir wohl ein paar Haare am Sack gewachsen, seit du mit dem Kerl hier unterwegs bist, was? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Rückgrat, mein Freund. Ich warne dich. Ist mir egal, das dunkle Zeug packe ich nicht an. Schick jemand anderen. Bulli, Bulli, was soll ich bloß mit dir machen? Hey, Fresse halten, habe ich gesagt. Hör zu, Bulli, du lässt mir keine Wahl, als dich zu degradieren. Die dicken Aufträge kriegst du also bis auf Weiteres erst einmal nicht mehr. Ab heute bist du mein Botenjunge und wirst kleinere Aufträge übernehmen, die sonst keiner machen will. Komm schon, was soll das? Ich hab mir für dich jahrelang den Arsch aufgerissen und du weißt das auch. Das ist der Grund, warum ich dich nicht gleich in der Gosse verrecken lasse. Also, halt die Schnauze und hör zu. Ich hab da einen größeren Coup geplant. Deine alte Wüstenteufel-Gang wird das dieses Mal übernehmen. Wie du weißt, sind sie seit geraumer Zeit getrennt voneinander im Außendienst unterwegs. Sie wissen auch alle schon, worum es geht. Ich musste noch ein paar Vorbereitungen dafür abschließen, aber jetzt ist es soweit, dass deine alten Kumpels loslegen können. Geh und such sie, wo auch immer sie herumhängen mögen, und sag ihnen das Passwort. Dann wissen sie schon, was zu tun ist. Wie lautet das Passwort? Das Kalb geht zum Schlachter. Kannst du dir das merken? Klar. Und das ist alles? Das ist alles. Und vergeig es nicht wieder, klar? So, und jetzt geht mir aus den Augen, ihr Flachzangen. Ich hab zu tun. Das war gut. Wüstenteufel? So haben wir es damals genannt. Eine Gruppe von Halsabschneidern, die Tavar unsicher gemacht hat. Ein ziemlich cooler Haufen. Wir haben geklaut wie die Raben und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Das war zu der Zeit, als Baxter noch im Fort von Tavar das Sagen hatte. Die glorreichen Zeiten. Ja,
Irgendwann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen, wie das halt so ist. Okay, und was jetzt? Hast du doch gehört, ich muss die ehemaligen Wüstenteufel ausfindig machen und ihnen die Nachricht übermitteln. Du kennst den Duke ja eigentlich ziemlich gut. Was könnte die Nachricht an deine ehemaligen Waffengefährten bedeuten? Hört sich nach fetter Beute an. Vermutlich ein Überfall auf einen Konvoi oder so etwas. Egal, ich bin sowieso nicht dabei. Ist dann eben so. Ich werde mal meine Fühler ausstrecken und die Wüstenteufel suchen. Wenn ich einen von ihnen gefunden habe, wirst du mich dahin begleiten. Ach ja? Hey, ich bin immer noch dein Aufpasser. So lange, bis Baxter mir sagt, dass ich es nicht mehr bin. Also? Ja? Ich habe ein Problem. Okay, dann sprich. Was denn für eins? Ich habe tagelang versucht, den Elex-Konsum einzudämmen. Ich habe dabei versucht, mir einzureden, dass das der richtige Weg zu wahrer Effektivität und Intuition ist. Ohne dabei überhaupt zu wissen, was... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Du hast Zweifel. Ja, aber nicht des Elex wegen. Ich habe Zweifel, dass mein eigenes Volk überhaupt noch versteht, wofür es eigentlich kämpft. Wir haben die strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften erbeutet und ich habe sie ausgiebig studieren können. Es steckt viel Wahrheit und Selbsterhaltungstrieb in ihnen. Um ehrlich zu sein, hätte ich viel mehr Feindseligkeiten gegen das Volk der Alps erwartet. Doch widmen sich die meisten Pläne, die ich studieren durfte, der Selbstverteidigung. Das ist nicht besonders verwunderlich. In Zeiten wie diesen denkt jeder zunächst an sich selbst und seine eigene Gemeinschaft. Ich hatte mehr ideologische Intentionen und religiöses Gedankengut erwartet. Nun, unter diesen Umständen bin ich mir nicht sicher, was das Volk der Alps betrifft. Sehen unsere strategischen Pläne das Gleiche vor? Haben wir den Blick für das Wesentliche? Oder sind wir immer noch verblendet wie damals, als alle blind dem Hybriden folgten? Du weißt es nicht? Ich folge den Lehren unserer Agenten und der Commander. Doch hatte ich noch nie einen unverblümten Einblick in deren Befehle, geschweige denn... Ich verstehe. Du willst strategische Pläne der Alps erbeuten. Ich sehe keinen anderen Weg, meine Zweifel aus dem Weg zu räumen. Ich weiß von einem Spähtrupp einiger Trooper oberhalb des Depots. Lass uns dort unser Glück versuchen. Gut. Sehen wir uns deinen Alp-Spähtrupp an. Ja, tun wir das. Eine Sache wäre da allerdings noch. Ich will nicht, dass ihnen auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich weiß, das musst du nicht explizit erwähnen. Also sieh zu, wie du an ihre Pläne kommst, ohne dass sie es merken, okay? Ich werde es versuchen. Halt! Hier gibt es nichts zu sehen. Ich sehe, du bist einer von uns. Doch ich habe keinerlei Verstärkung angefordert. Am besten, du gehst wieder. Sofort. Hier sind die Pläne der Alps. Ja, das sind sie. Für mich fühlt sich das an wie Verrat. Ah, es ist Verrat. Wir haben strategische Kriegspläne deiner Anführer gestohlen. Also viel Schlimmeres könnten wir nicht tun, um die Alps gegen uns aufzuhetzen. Dann behalten wir diesen Vorfall besser für uns. Du siehst das doch genauso, oder? Besser wäre es. Gut. Ich werde mich nun dem Studium der Pläne meines Volkes widmen. Wenn du jetzt nichts Wichtigeres hast, würdest du mich entschuldigen? Natürlich. Hey, hör mal. Ich denke, es ist wieder soweit. Wen werden wir denn jetzt wieder verärgern? Willst du dich nicht mal mit Kaya unterhalten? Immerhin ist sie ebenfalls ein Oberhaupt ihrer Gilde. Nee, die Berserker nehme ich mir ein anderes Mal vor. Wir gehen zuerst zu den Alps. Ich will mit Alexitor Ekrom sprechen und du wirst mich begleiten. Kannst du das nicht alleine machen? Willst du etwa riskieren, dass ich die Alps gegen dich aufhetze? Das Ergebnis bei den anderen Oberhäuptern war bisher auch nicht viel besser. Komm, hör auf zu labern und bring mich zu Ekrom. Soviel ich weiß, ist er vornehmlich allein in den Ruinen von Ignadon unterwegs. Das klingt nicht besonders präzise. Egal, wir werden ihn schon finden. Eine Sache noch. Also, das hier ist Nasty. Sie ist...
Ah, wie ich sehe, ist sie eine Vertreterin der Morkons, richtig? Und wie ich sehe, bist du eine dieser Kalkleisten, die sich für was Besseres hält und unsere Länder tyrannisiert. Oh Mann. Ey, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. Ach komm, lass es einfach, okay? Ich will es nicht hören. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Hat dich jemand aus der Grotte rekrutiert, die Oberhäupter anderer Gilden zu testen? Natürlich nicht. Die wissen überhaupt nichts davon. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Aber was beabsichtigst du dann mit diesem Unsinn? Dass du die Beziehungen der Gilden untereinander verbessern willst, kaufe ich dir nicht mehr ab. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dein Job ist es, dass du mir diese Audienzen ermöglichst. Der Rest ist meine Sache. Von mir aus, wenn es dich glücklich macht? Ich werde lediglich noch einen letzten Versuch starten. Und zwar bei den Berserkern in Tavar. Dazu brauche ich allerdings noch eine Weile. Wenn ich bereit bin, werde ich es dir sagen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mich unterstützen willst oder eben nicht. Na, großartig. So, und jetzt lass uns weitermachen. Ich brauche noch mehr Kampftraining. Ich hab einen. Einen ehemaligen Wüstenteufel, meine ich. Tatsächlich, das ging ja schnell. Es war leicht in Erfahrung zu bringen, wo er sich gerade aufhält. Er rennt irgendwo im Wald von Tavar herum. Alte Gewohnheiten und alte Jagdgründe. Mirko ist aus Tavar nie wirklich herausgekommen. Mirko? Was ist das für ein Kerl? Er geht meist den Weg des geringsten Widerstands und hat für kaum jemanden etwas übrig. Eigentlich eine ziemlich linke Bazille und schmieriger Zeitgenosse. Wir nannten ihn oft auch Schmierko. Klingt passend. Also, wie sieht's aus? Wollen wir? Klar, nach dem, was du so über Schmierko erzählt hast, könnte es interessant werden. Dann lass uns gleich gehen. Wir müssen noch ein wenig suchen, bis wir ihn gefunden haben. Also höchstwahrscheinlich ist er in diesem Areal da vor uns irgendwo. Warum gerade hier? Mirko steht auf Hinterhalt und geschützte Umgebung. Irgendwie stinkt das hier nach ihm. Ach du Scheiße, was sehen meine entzündeten Augen denn da? Bulli, du alter Scheißhaus! Ich dachte, dich hätten schon die Ratten gefressen. Ja, es gab Tage, da wäre es fast so weit gewesen. Ach komm, erzähl doch keinen Scheiß, Mann. Du warst doch immer der Stärkste von uns Wüstenteufeln, oder etwa nicht? Was soll dich schon kaputt machen? Während du den Job als rechte Hand des Dukes hast, hängt unser einer in der Wildnis rum. Du hättest den Job doch gar nicht haben wollen, also erzähl doch keinen Mist. Tja, ganz wie du meinst, Kumpel. Aber du bist doch nicht hier, um mir das zu sagen, oder? Nein, der Duke will ein Ding drehen. Und er sagte, du wüsstest schon davon. Ach ja? Tue ich das? Na, dann lass mal hören. Worum es geht, weiß ich nicht genau, aber er gab mir ein Passwort. Das Kalb geht zum Schlachter. Das heißt, du weißt echt nicht, worum es geht? Nein, und es ist mir auch egal. Ihr macht das schon. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Der Auftrag bedarf einer gewissen Vorbereitung. Und je eher ich damit anfange, desto schneller sind wir damit fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns, Kollege. Ja, wir sehen uns. Bevor du fragst, nein, ich will es nicht wissen. Wie bitte? Ich meine, das scheint echt ein großes Ding zu sein, was der Duke da geplant hat. So wie ich die Reaktion von deinem schmierigen Freund interpretiere. Hör auf, mich damit zu nerven. Es muss mich kalt lassen. Ich habe jetzt den Botendienst zu erledigen und fertig. Der Duke wollte doch, dass es so läuft. Das musst selbst du mit deinem Dickschädel zugeben. Mag ja sein. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber... Mann, es ist nicht zu ändern. Und jetzt halt die Klappe und lass uns weitermachen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich den nächsten Wüstenteufel aufspüre. Hey du, wie sieht's jetzt aus? Es wird wieder Zeit für eine Audienz. Ich will den Berserkern einen Besuch abstatten. Bist du jetzt dabei oder nicht?
Du meinst, ich soll dich im Fort herumführen und dich mit den wichtigen Leuten bekannt machen? Ja, sicher. Was denn sonst? Also, was ist jetzt? Bist du ein Mann oder eine Maus? Na schön, das ist aber das letzte Mal, dass das klar ist. Okay, dann mach kein langes Palaver und bring mich ins Hauptquartier der Berserker. Die Sache kann nicht länger warten. Ich muss meinen Plan jetzt umsetzen. Moment mal, das war's jetzt? Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab jetzt, was ich wollte. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Okay, aber willst du mir nicht wenigstens erklären, was genau du vorhast? Nein, das will ich nicht. Und hör auf, danach zu fragen. Ich muss das hier alleine durchziehen. Wenn du jemanden vollquatschen willst, dann geh doch zu deiner Berserker-Tussi. Ich kann dich hier jedenfalls gerade nicht gebrauchen. Da erklär mir doch mal einer die Frauen. Irgendwas stimmt nicht mit Nasty. Sieht ganz so aus, als sei sie wieder auf einer ihrer Selbstzerstörungsaktionen. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal mit Kaya darüber unterhalten. So, komm mit. Ich habe den nächsten Wüstenteufel aufgespürt. Gut. Und wo ist er? Wir müssen in die Ruinenstadt. Thompson Town? Ja, irgendwo da. Gut, lass uns nach Thompson Town deinen nächsten Wüstenteufel jagen. Ich wünschte, es wären tatsächlich nur Wüstenteufel. Also diese Biester, meine ich. Egal, lass uns gehen. Irgendwo hier hat er sich verkrochen. Wir müssen jedes Loch untersuchen. Das könnte eine Weile dauern, bis wir ihn gefunden haben. Wie heißt der Kerl eigentlich, den wir suchen? Sein Name ist Bender. Wir nannten ihn auch immer den Trickser. Glücksspiel, Weiber, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Sowas hatte er drauf. Sag mal, bist du das, Bully? Hm? Ja, ist ja der Wahnsinn! Hey Mann, ich hab dich ja ewig nicht gesehen! Wie geht's dir denn? Bist immer noch der Schoßhund vom alten Baxter, was? Ach, halt die Fresse, das weißt du ganz genau. Tja, das ist wohl der Preis für das hohe Amt des Bodyguards. Hattest du nicht mal gesagt, du seist Baxters rechte Hand? Baxter hat viele davon, je nachdem, wen er gerade am meisten braucht. Was willst du hier? Du bist doch nicht etwa wegen mir in dieser trostlosen Gegend. Tatsächlich bin ich das. Ich soll dir vom Duke ausrichten, dass er mit den Vorbereitungen zu eurem nächsten großen Auftrag fertig geworden ist. Das hört sich doch gut an. Was habt ihr noch? Er gab mir ein Passwort für dich. Aha, lass mich raten. Das Kalb geht zum Schlachter, richtig? Wie ich sehe, weißt du schon Bescheid. Dann habe ich hiermit meinen Job erledigt. Warte mal. Scheint so, als hättest du absolut keinen blassen Schimmer, worum es dabei geht, oder? Das stimmt. Baxter hat es mir momentan untersagt, dass ich bei den großen Dingern mitmische. Oh, okay. Das wusste ich ja nicht. Dann werde ich dich auch nicht in Versuchung führen, ha? Besser nicht. Das bringt uns beiden nur wieder Ärger ein. Davon habe ich im Moment schon mehr als genug. Das sehe ich. Du redest von deiner Begleitung hier, was? Lass mich raten, wieder so ein Aufpasserjob? Das ist eine andere Geschichte. Schon gut, ich bin da mal weg. Hab ja was zu tun, nicht wahr? Hau rein, bis denne! Aus wie vielen Männern bestand denn eure Gang? Vier. Wir Wüstenteufel waren zu viert. Okay, zwischenzeitlich gab es noch einen fünften, aber der ist weg. Wie weg? Wo ist er? Einige behaupten, er sei in einen Gleiter der Alps gestiegen und damit abgeschmiert. Andere sagen, er sei mit seinem kleinen Bruder in den Norden gegangen. Keine Ahnung. Er ist weg. Und das war's dann. Der nächste Kerl ist jedenfalls der letzte ehemalige Wüstenteufel, dem ich Baxters Passwort flüstern soll. Sein Name ist Ted. Wenn ich ihn gefunden habe, dann gebe ich dir Bescheid. Ich möchte dich mal etwas fragen. Es geht um Nasty. Ach ja? Macht die Trolla wieder Probleme? Na schön, was ist los? Was hat sie wieder angestellt?
Ich werde aus ihrem Verhalten nicht ganz schlau. Erst sollte ich sie zu diversen Oberhäuptern verschiedener Gilden schleppen. Was in jedem der Fälle in einem Fiasko endete. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Besonders diplomatisch war sie ja noch nie. Und? Weiter? Die letzte Station bisher war bei den Berserkern im Fort. Du hast sie zu Red geschleppt? Ernsthaft? So weit ist es gar nicht gekommen. Seit sie im Fort ist, beobachtet sie die Leute, die ein- und ausgehen. Als ob sie auf jemanden warten würde. Du lässt sie da einfach alleine? Warum nicht? Was ist das Problem? Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Die Frau ist ein Pulverfass, das jeden Moment hochgehen kann. Mag sein, aber was kann eine Kämpferin allein schon für einen Schaden anrichten? Ich sag dir mal was, sie hat dich nur benutzt. Dieses ganze Affentheater um ihre angebliche Diplomatenrolle war reine Fassade. Sie bezweckte damit etwas völlig anderes, als mit den Gildenanführern zu verhandeln. Darauf bin ich auch schon gekommen. Aber was sollte das sein? Das kann ich nur vermuten, aber... Einige der Zurückgebliebenen im Fort haben mir erzählt, wie ihr Abgang damals gelaufen ist. Glaub mir, das war alles andere als schön. Ich bin mir sicher, es hat damit zu tun, dass Nasty jetzt im Fort ist. Aber warum will Nasty dann unbedingt wieder ins Fort zurück? Diese Geschichte ist schon sehr lange her. Kaum noch jemand interessiert sich für sie oder ihre damalige Rolle. Bei ihr selbst scheint das anders zu sein. Ich vermute, sie braucht einfach Zeit. Zeit, sich vorzubereiten. Sie hat sehr hart trainiert, seit sie bei uns ist. Und jetzt ist sie offensichtlich bereit. Was hat sie denn damals verbrochen, als sie noch zu den Outlaws gehörte? Das ist ja das Ding. Sie selbst eigentlich nichts. Kurz nach dem Krieg gegen die Alps gab es eine Menge Leute, die sich über sie das Maul zerrissen haben. Viele üble Geschichten und Peinlichkeiten kamen ans Tageslicht. Die Kerle fingen an, sich über sie lustig zu machen. Mit einem Mal hatte sie ihren Schrecken und den Respekt der Outlaws verloren. Den Schutz, den sie damals als Zwillingsschwester des Dukes von Tavar hatte, war damit Geschichte. Jeder Penner, der nur halbwegs eine Waffe halten konnte, hatte sie mit einem Mal auf seiner Abschussliste. Nasty konnte nicht mehr im Fort bleiben, sie musste fliehen, sonst hätte man sie vermutlich erledigt. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Soll ich mich bei dir unbeliebt machen, indem ich dir alte Geschichten über Nasty erzähle? Sie hatte bei dir schon immer Narrenfreiheit. Da mische ich mich besser nicht ein. Ich meine, denk mal drüber nach, was du schon alles für sie getan hast. Du sagst, Nasty wollte sich bereit machen. Bereit wofür? Das fragst du sie am besten selbst. Ich hab dir schon genug erzählt. Ich will keinen Ärger mit ihr. Das würde zu nichts führen und nur verbrannte Erde hinterlassen. Und das können wir uns im Moment nicht leisten. Ich muss mit dir reden. Verschwinde! Ich hab dir gesagt, ich brauche dich nicht mehr. Soll ich es dir einprügeln? Hör auf mit dem Affentheater. Ich weiß, was du vorhast. Ach ja? Es geht hier weder um irgendwelchen diplomatischen Kram, noch willst du die Morkons unterstützen. Wenn du ehrlich bist, sind dir die Ziele der Morkons doch völlig egal. Was weißt du denn schon? Bleib mal locker. Ich kenne dich mittlerweile ziemlich gut. Du hast die Zeit an meiner Seite genutzt, um deine Kampfkraft zu verbessern. Es ist ganz offensichtlich, dass du einen riesigen Krawall anzetteln willst. Und das mit ein paar Leuten hier aus dem Fort. Du weißt gar nichts, du Penner. Ich weiß genug. Einige Leute hier haben dir wohl übel mitgespielt vor einigen Jahren, sodass du fliehen musstest. Oh, wer hat dir davon erzählt? Unwichtig, du willst deine Rache. Und ich, Idiot, hab dir deine dämliche Diplomatengeschichte anfänglich tatsächlich abgekauft. Ich soll dir helfen, einen Krieg mit den Berserkern vom Zaun zu brechen? Du schnallst es nicht. Die Berserker sind mir scheißegal. Die Kerle, denen ich den Arsch aufreißen will, waren damals meine engsten Vertrauten. Sie haben mich hintergangen und mir alles genommen, was ich hatte. Dafür werde ich sie bluten lassen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sie müssen hier irgendwo sein. Zumindest sollte hier noch jemand wissen, wo sie sind. Was sagt dir, dass deine Verräter überhaupt noch etwas mit dem Fort zu tun haben?
Sie könnten auch genauso gut im Krater beim Duke von Ateris sein. Möglich. Doch bevor ich den gesamten Krater umgrabe, sollte ich besser wissen, wonach ich genau suche. Und du bist dir ganz sicher, dass du im Fort bessere Karten hast? Ja, bin ich. Wir beide waren bereits im Krater. Schon vergessen? Du wirst dort niemanden finden, wenn er es nicht will. Erst recht nicht, wenn derjenige herausfindet, dass ich nach ihm suche. Na schön, ich werde dir helfen, deine Verräter zu finden. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Du hast gar keine Wahl. Ich lasse dich keinen weiteren Krawall veranstalten, der meinen eigenen Vorhaben schaden könnte. Außerdem habe ich dich lieber auf meiner Seite als gegen mich. Denn genau das würde es vermutlich bedeuten, wenn ich dich hier hängen ließe. Keine Ahnung. Schon möglich. Was ist eigentlich damals genau passiert? Als wir im Krieg gegen die Alps waren, habe ich mich häufig außerhalb des Forts herumgetrieben. Nicht zuletzt auch, um deinen Feldzug gegen den Eispalast zu unterstützen, falls du es vergessen haben solltest. In dieser Zeit lagen meine Geschäfte auf Eis und meine Leute hatten viel Zeit nachzudenken. Ein paar Tage zu lang, wie sich herausstellen sollte. Du hast es überlebt. Ist das nichts? Du weißt, ich war eine ziemlich große Nummer zu der Zeit. Etliche Neider und Hasser wollten meinen Posten. Also trafen sich meine Leibwächter und engsten Vertrauten eines Tages heimlich und schmiedeten einen Plan, mich aus dem Rennen zu nehmen. Leider mit Erfolg. Mein Hab und Gut war von heute auf morgen weg, mein Ruf ruiniert und jeder Penner wollte mir ans Leder. Ich musste in die Wildnis fliehen. Es war eine beschissene Zeit, bis ich schließlich bei den Morkons unterkam. Man kann über die Idioten da in ihrer Grotte ja sagen, was man will, aber bei ihnen weiß man immer, woran man ist. Was hast du denn schon herausbekommen? Dan, einer meiner ehemaligen Leibwächter zu meiner linken Flanke, wurde vor ein paar Tagen im Vergnügungsviertel von Ateris gesehen. Seit wann weißt du das? Lange genug. Doch wäre es nicht besonders schlau, wenn ich da alleine aufkreuze. Ich weiß nur nicht, wie viel Verstärkung er im Rücken hat. Was hatte dieser Dan davon, dir in den Rücken zu fallen? Ganz einfach. Er hat sich mein Elixit geschnappt und ist damit über alle Berge. War das viel? Was glaubst du? Ich war die Schwester des Dukes. Ich wusste über jedes krumme Geschäft damals im Fort Bescheid und habe stets meinen Anteil daran gehabt. Ein Moment der Unachtsamkeit und Dan bekam mit, wo ich meine Kohle versteckt hielt. Den Rest kannst du dir denken. Jetzt haust er in irgendeinem Puff im Krater und macht sich ein schönes Leben mit meiner Kohle. Ich helfe dir. Lass uns ins Vergnügungsviertel des Kraters gehen und dort spüren wir deinen linken Leibwächter auf. Dann bewegen wir besser unsere Ärsche. Köpfe knacken hat mit dir zusammen immer am meisten Spaß gemacht. Tatsächlich? Wir haben noch nie verloren. Dann lass uns dafür sorgen, dass es so bleibt. Das ist eine ziemlich miese Gegend hier. Hey, siehst du nicht, dass du störst? Na denn, du Hundsfott. Machst du dir hier ein schönes Leben, ja? Ach du Scheiße. Nasty? Oh Mann. War ja klar, dass du hier irgendwann aufkreuzt. Muss ja ein Vermögen sein, dass du hier auf den Kopf haust. Ärgerlich nur, dass es nicht deins ist. Verstehe schon, worauf das hinausläuft. Du bist wohl Nastys neues Schoßhündchen, was? Also, wenn du glaubst, dass es hier für dich was abzusahnen gibt, dann muss ich dich enttäuschen. Besser, du verpisst dich schnell wieder. Das könnte dir so passen. Ist das etwa dein neuer Leibwächter? Ernsthaft? Das halbe Hemd kann seine Waffe ja nicht mal vernünftig halten. D.
Wir könnten uns einigen. Was soll das, du Penner? Du willst ihn doch nicht etwa laufen lassen. Es muss hier und heute nicht blutig enden. Er gefriert die Hölle. Von dir habe ich auch nichts anderes erwartet. Und diesem Dan hast du einmal dein Leben anvertraut? Du weißt selbst, bei Elexit hört die Freundschaft auf. Mag ja sein, aber dieser Kerl hatte ja nicht einen Funken von Reue oder Loyalität im Leib. Was willst du hören? Es waren nicht meine besten Zeiten, das weiß ich selbst. Egal, er ist erledigt. Wen hast du sonst noch so auf deiner schwarzen Liste? Einige. Und bei einem bin ich kurz davor herauszufinden, wo er sich aufhält. Okay, und wer ist das? Dein ehemaliger Leibwächter zu deiner rechten Flanke? Wenn mein nächster Kandidat irgendwo auftaucht, dann lasse ich es dich wissen. Bis dahin werde ich noch ein bisschen trainieren. So, es wird Zeit. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Hast du wieder jemanden ausfindig gemacht, an den du dich rächen willst? So sieht's aus. Und er hat es mehr als verdient. Und wohin geht es diesmal? Der Kerl, den wir suchen, heißt Matt. Er hat sich bei den Klerikern eingenistet. Wir müssen noch einmal in die Burg. Schon wieder? Muss das sein? Ich will keinen Ärger. Was hat dieser Matt denn verbrochen, dass du ihm auflauerst? Darüber will ich nicht sprechen. Ich soll dir helfen, einen Mann bei den Klerikern zu vermöbeln, ohne zu wissen, warum? Wie wär's, wenn du deinen Scheiß in Zukunft selbst erledigst? Er hat eine Menge Dreck über mich erzählt, okay? Reicht dir das? Und darum sollen wir uns mit den Klerikern anlegen, weil jemand irgendwas daherlabert? Schnauze, hilfst du mir jetzt oder nicht? Wie du willst. Gehen wir in die Burg, ich werde mir den Vogel mal ansehen. Na endlich! So, hier ist es. Ich wette mit dir, dass Matt hier ist. Was macht dich da so sicher? Er ist ein Schürzenjäger. Matt ist immer da, wo die Frauen sind. Ach Scheiße, was willst du denn? Siehst du nicht, dass du störst? Sieh an, wer sich hierher verirrt hat. Das blöde Grinsen wird dir gleich noch vergehen. Was denn? Was ist das denn für eine Begrüßung? Keine Umarmung? Kein Kuss? Halt die Schnauze, Matt! Du scheinst Nasty verärgert zu haben. Keine gute Idee. Ach ja? Bist du ihr neuer Macker oder was? Wie unangenehm. Ich habe nämlich gerade keine Zeit für sowas. Wenn du mich entschuldigst. Moment, du bleibst hier. Die Sache werden wir jetzt klären. Immer diese eifersüchtigen Pisser. Du sollst mir also die Birne verbeulen. Ist es das? Hör mal zu, Spinner. Keine Ahnung, warum du dich von dieser Dirne vor den Karren spannen lässt. Aber ich kann dir sagen, das lohnt sich nicht. Für ihre große Klappe lässt ihre Leistung im Bett nämlich einiges zu wünschen übrig. Ich sagte, du sollst deine Schnauze halten. So spricht man nicht mit einer Frau. Ich werde dir jetzt Manieren beibringen. Ach, tatsächlich? Das ist ja spannend. So, dann werden wir ja gleich sehen, wer am Ende noch steht. Er war gar nichts. Wir hatten eine Zeit lang unseren Spaß und das war's dann. Keine große Sache. Sein Ding übrigens auch nicht. Wenn er nicht angefangen hätte, die Schnauze so weit aufzureißen und damit zu prahlen, das Arschloch. Du warst die Schwester des Dukes und damals eine Größe im Vor. Wer kann es ihm verdenken? Halt die Klappe, du Arsch! Du hast doch bestimmt Besseres zu tun, als über die alten Geschichten zu plaudern. War das der Letzte auf deiner schwarzen Liste? Nicht mal annähernd. Wenn ich den nächsten Kandidaten gefunden habe, dann bist du der Erste, der davon erfährt. Jags. Baram, Esora, Detak, Jags. Ah,
Schon einen neuen Plan für ein weiteres Experiment? Ja, in der Tat habe ich einen. Ich will zu Tihalk. Er ist ein guter Feldherr und sehr stark im Kampf. Was willst du von ihm? Also, es ist so. Eine ganz typisch menschliche Eigenschaft ist die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Wir Maschinen wägen stets unsere Chancen auf Erfolg ab und haben einen gewissen Grenzwert, ab dem wir ein Risiko als akzeptabel ansehen. Menschen versuchen sehr häufig die unmöglichsten Dinge, obwohl sie genau wissen, dass die Chancen gegen sie sehr schlecht stehen. Oh oh. Ja, du ahnst schon, was ich vorhabe, oder? Ich fürchte, es ist nichts Gutes. Ich brauche die Erfahrung einer Niederlage, die man schon im Vorfeld chancentechnisch als sehr wahrscheinlich ansehen würde. Du willst also mit Tihalk kämpfen und den Kampf verlieren? Verstehe ich das richtig? Du trägst die Bürde, als mein Mentor zu fungieren, nicht zu Unrecht, wie ich immer wieder feststellen muss. Woher willst du wissen, dass du nicht stärker als Tihalk bist? Ich weiß es nicht. Für mein Experiment reicht die Annahme aus, dass es so sein könnte. Also, wenn du mich zu Tihalk begleiten würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Na schön, ich bringe dich zu Tihalk. Bin schon gespannt, wie sich das entwickelt. Gibt es einen Grund, warum du mich so anstarrst? Nun, ich... Ja? Naja. Er will mit dir kämpfen. Was? Warum? Brauchst du Training? Im weitesten Sinne. Aber nein, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn, fürchte ich. Du fürchtest? Meinetwegen? Nein, eher das Gegenteil. Was? Kurz gesagt, er möchte, dass du ihn vermöbelst. Wie bitte? Was? Das ist jetzt vielleicht etwas zu salopp dahergesagt. Der einfachste Weg wäre es, dich zu provozieren. Aber das wäre ja ein sehr unhöflicher Akt. Also... Okay, Jungs, Schluss damit. Egal, was ihr genommen habt, aber ich habe gerade keine Zeit für so einen Unsinn. Also, wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe zu tun. Nun, ich könnte ihn ja auch einfach so angreifen. Lass mal gut sein. Tihalks Worte waren deutlich. Ich schätze, er würde es dir übel nehmen, wenn du so etwas Feindseliges versuchst. Wir lassen ihn besser in Ruhe und suchen uns ein anderes Opfer. Nicht nötig. Ich habe bereits, was ich brauche. Im Ernst? Aber du sagtest doch... Es ist wie bei einer Doktorarbeit. Ein negatives Ergebnis ist auch eins. Man muss die These, die man beweisen will, nur gut genug recherchieren und bearbeiten. Auch wenn sie sich als absoluter Unfug herausstellt, gilt die Doktorarbeit trotzdem als gelungen, wenn sie umfangreich und akkurat genug ist. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das macht nichts. Wichtig ist nur, dass du mir geholfen hast, mein Teilziel zu erreichen. Vielen Dank. Lass uns weitermachen, während ich meine gesammelten Daten auswerte. Wenn du später noch einmal Zeit für mich hättest, dann versuchen wir noch ein weiteres Experiment, okay? Ach ja, und ich muss zugeben, ich habe dich etwas falsch eingeschätzt. Bist ja doch nicht ganz so ein Arsch, wie ich es erst dachte. Nasty kommt ursprünglich von den Outlaws, auch wenn sie anders wirkt. Ja, ich sehe schon. Einsatzempfehlung? Wir werden sehen. Verstehe. Schau ich mir an. Vielen Dank für die Nachricht. Der Outlaw Bully ist so etwas wie mein Aufpasser. Ach so. So nennen wir das heute also. Einsatzempfehlung? Nun ja. In Ordnung, ich weiß Bescheid. Weiter so. Wir können hier jeden gebrauchen. Du hast in jedem Fall erst einmal genug Waffengefährten rekrutiert, dass es eigentlich für den Moment reichen müsste. Interessante Truppe ist das. In der Tat. Was steht als nächstes an? Lass mich erst noch einmal eine Bestandsaufnahme machen. Dann sehe ich besser, wo wir gerade stehen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich wieder deine Hilfe brauche. Vielen Dank. Warte mal. Ich habe schlechte Neuigkeiten aus Tavar. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber... Ah!
Gerüchten zufolge hat der Patriarch Viktor seine Truppen in Stellung gebracht und will das Fort angreifen. Verdammt, ich habe so etwas geahnt. Jemand muss sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Dieser Mistkerl. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit Viktor reden müssen. Wenn überhaupt jemand etwas gegen seine Strafexpedition tun kann, dann bist du es. Viel Glück. Ach, und es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Wollte ich nur mal sagen. Und weiter. Verdammt nochmal! Was ist da draußen passiert? Warum steht Tavar immer noch nicht in Flammen? Ich habe dafür gesorgt, dass du deine Vereinbarung einhältst. Verdammt! Du Mistkerl, hast meinen sicheren Sieg über die verdammten Ketzer des Westens vereitelt. Du Idiot scheinst immer noch nicht zu begreifen, worum es hier geht. Die Skyans werden uns einatmen und wieder ausspucken, wenn wir unsere Streitkräfte in solchen Kleinkriegen aufreiben. Ach, dein Gerede ermüdet mich. Solange du nichts Handfesteres hast als das bisherige Geplänkel, werde ich weiter an meinem ursprünglichen Plan festhalten. Am besten gehst du mir in nächster Zeit aus den Augen. Deine Gegenwart widert mich an. Und falls du dich fragst, warum ich dich nicht auf der Stelle getötet habe, ich habe da leider noch eine gewisse Verwendung für dich und deine lächerliche Truppe in der Bastion. Das wirst du noch merken, wenn die Zeit reif ist. Okay, hier mein Bericht über die anstehenden Aktionen der Sechsten Macht. Ich bin ganz Ohr. Es gibt im Moment nichts, um das sich die Sechste Macht kümmern müsste. Außer dem Problem mit dir. Ist das so? Dann lass uns darüber reden, wie wir jetzt weiterverfahren. Aber nicht nur das. Ich habe da einiges für dich, was dich interessieren wird. Die relative Unsterblichkeit. Die Skyans haben sie gepachtet und sich selbst damit zu einer nahezu unzerstörbaren Spezies erhoben. Sogar die angestaubten Technologien der alten Welt verwenden sie gegen uns. Wahrzeichen der längst vergessenen Infinite Skies Corporation. Korrodierte Rechner, zerfallene Fabrikruinen. Ja, selbst die völlig ausrangierte künstliche Intelligenz der Kleriker spielt ihre Rolle im Krieg um die Vormachtstellung von Magallan. Der teuflische Plan der Skyans scheint aufzugehen. Doch ich weiß, man kann sie töten. Ihre Unsterblichkeit ist eben nur relativ. Die Steigerung unserer Streitkräfte der Menschen und die Schwächung der ihrigen werden langsam zum wichtigsten Punkt auf unserer Agenda. Die Menschen beginnen zu verstehen, dass sie die Invasoren nicht weiter ignorieren können. Genauso wenig wie ich. Die weiter fortschreitende Infektion macht mir schwer zu schaffen. Bald wird sich zeigen, ob mir Dawkins Rat, meine Willensstärke zu trainieren, Linderung verschafft. Aus Dawkins selbst werde ich allerdings noch nicht so ganz schlau. Auf der einen Seite scheint er tatsächlich der Menschheit dienen zu wollen. Auf der anderen Seite, führte er uns nicht im Krieg gegen die Alps an den Rand des Untergangs? Was ist sein Plan? Was will er wirklich? Und warum taucht auf einmal mein verräterischer Vater wieder auf? Gerade jetzt, wo alles auf Messerschneide steht. Schwere Aufgaben, die vor mir liegen. Und viele Fragen, deren Antwort ich sehr bald kennen werde. Berichten zufolge versteckt sich dein Vater irgendwo am nördlichsten Rand von Ignadon. Woher willst du das wissen? Ich war zwar die meiste Zeit meines Lebens in der schmierigen Grotte, das heißt aber nicht, dass ich taub und blind für die Dinge draußen wäre. Jetzt, wo du weißt, dass Vardek da ist, habe ich keine Zweifel, dass du ihn auch finden wirst, wenn du nach ihm suchst. So, damit wären wir uns einig. Fürs Erste. Geh jetzt und erledige deine Angelegenheiten. Und vergiss nicht, ich behalte eure Bastion im Auge. Ich hab's, aber wir müssen schnell sein. Was hast du? Einen großen Skyaniden, also einen richtig großen, der gerade eben gewandelt wurde. Ich weiß, wo einer zu finden ist. Wir sollten uns beeilen, sonst ist er vielleicht wieder weg.
Die Menschen sollten besser zusammenhalten, sonst werden wir den Krieg gegen die Eindringlinge verlieren. Erinnerst du dich eigentlich noch an die Zeit, als alles angefangen hat? Der Meteorit? Nein, du Trottel. Das mit uns meine ich. Ja, ich weiß, ich war nicht immer ganz fair zu dir, aber... Naja, in den meisten Fällen hast du ja auch nichts anderes verdient. Ja, ich erinnere mich. Wie konnte das alles nur so weit kommen? Wie konnten wir uns nur so weit voneinander entfernen? Ja, das muss ja nicht so bleiben. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Zeig mir deinen großen Skyaniden. Super, danke. Komm mit. Schau ihn dir an. Es muss ein riesiges Getöse gewesen sein, als er sich gewandelt hat. Wir sollten vorsichtig sein. Er hat noch ein paar Kollegen dabei. Was für ein widerliches Vieh, was? Ja, aber auch nicht schlimmer als die meisten seiner Art. Gut. Ich muss mir jetzt den Wandlungsort etwas genauer ansehen. Du weißt ja, wie es läuft. Bring mich bitte dorthin, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann. Widerlich. Dieser Koloss hat sich während seiner Wandlung übergeben. Hast du trotzdem etwas gefunden? Der Gestank überall ist schon echt übel. Aber ja, ich hab da etwas. Und es ist überraschend, zumindest für mich. Diese Stimmen und auch die... anderen eigentümlichen Schwingungen, die das blaue Elex aufweist. Beim dunklen Elex ist das exakt dasselbe. Das heißt? Sie haben ganz offensichtlich den gleichen Ursprung, kein Zweifel. Nun, das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Was kannst du mir sonst noch darüber erzählen? Beide Derivate, sowohl das blaue als auch das dunkle Elex, haben unglaubliche Kräfte, die sie freisetzen können. Allerdings nur über ein Medium. Es braucht scheinbar immer irgendeine Art von Intelligenz oder Organismus, die es führt. Ansonsten sind die Stimmen der Derivate ungerichtet und heben sich gegenseitig auf. Also etwa wie bei einem Elementarmagneten. Einem was? Wie? Du weißt nicht, was ein Magnet ist? Nein. Dem Namen nach zu urteilen, irgendwas Magisches? Kann man so sagen. Ist im Grunde nicht ganz falsch. Wie auch immer, ich würde die Wirkungsweise des dunklen Elex gerne bei einem wirklich intelligenten Wesen sehen. Denn ganz offensichtlich hat es noch mehr Fähigkeiten, die unserem blauen Elex fehlen. Das sollten wir uns genauer ansehen. Dazu brauchen wir allerdings am besten einen Skyant, der gerade frisch vom Menschen zu einem der Ihren gewandelt wurde. Meinst du, wir werden so einen finden? Möglich. Können uns deine Späher nicht wieder bei der Suche helfen? Ich hoffe es. Ich werde sie instruieren und gebe dir Bescheid, sobald ich etwas von ihnen höre. Hey du, ich brauche mal dein Ohr. Natürlich, was gibt es? Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft. Mein Volk braucht jemanden wie mich. Ich habe eine große Verantwortung übernommen. Das war doch schon immer so. Meinst du? Und warum fühlt es sich so an, als würde die Bürde meiner Pflichten immer schwerer werden? Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen am Ende immer noch gerecht werde. Die Menschen brauchen Halt. Was, wenn ich das alles nicht mehr schaffen kann? Du bist die mächtigste Magierin der Berserker. Wenn nicht sogar aller Völker. Wer sollte deinen Job besser erledigen, wenn nicht du selbst? Ja, aber das kann ich nicht allein. Es höhlt mich aus, wenn das so weiterläuft. Ich brauche eine bessere Perspektive, als die, dass ich die nächsten Jahrzehnte auf meinem Orakelthron versauere. Ich schätze, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja schön. Dann werde mal konkret. Wir sollten es noch einmal miteinander versuchen, findest du nicht? Du meinst das hoffentlich ernst, oder? Ich war mir selten einer Sache so sicher. Das freut mich zu hören. Ich hatte die Hoffnung ja schon fast aufgegeben, da bin ich ehrlich. Okay, jedoch bevor ich mich hier auf irgendetwas einlasse, habe ich noch ein paar Fragen an dich. Wir haben nie darüber gesprochen, was du wirklich da oben auf dem Berg alleine gemacht hast. Ich brauchte meine Zeit, doch glaub mir, es gab keinen Tag, an dem ich nicht an dich denken musste.
Aber warum bist du dann nie zurückgekommen? Das habe ich dir doch erklärt. Was denn? Diese lahme Geschichte von deiner merkwürdigen Art, den Planeten vor der Vernichtung retten zu wollen? Du wusstest doch noch nicht einmal genau, was uns erwartet. Wir beide wussten genug, um das alles hier kommen zu sehen. Verdammt nochmal, das ist doch Wahnsinn. Was hätten wir anderes tun sollen? Weglaufen? So wie du es immer tust, wenn es kompliziert wird? Ich bin nicht weggelaufen. Nein, du hast dich nur verkrochen, sodass nur die Pestratten dich finden konnten. Du hast keine Ahnung, was ich alles getan habe, um die Menschen vor der nahenden Bedrohung zu überzeugen. Doch ihr freien Idioten seid mehr an euren kleinen Scharmützeln mit den benachbarten Gilden interessiert, als an dem Erhalt eurer eigenen Existenz. Wie hast du mich gerade genannt? Ortung. Weitere Kontrollknotenchips in Ignadon. Ah, sehr gut. Ich kriege diese eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Wie genau funktioniert die Symbiose der Skyans mit ihren Maschinen? Ist es so wie bei Dawkins und dem Hybriden? Starte die Analyse zur Beantwortung dieser Frage, sobald wir die Chips gefunden haben. Könntest du das nicht aus der Distanz machen? Müssen wir uns wirklich jedes Mal um die Dinger prügeln? Die Reichweite meiner Sensoren ist begrenzt. Du ortest die Chips doch auch über Kilometer Entfernung. Das Fehlerpotenzial steigt exponentiell mit der Entfernung. Ah, und wer will das schon? Commander? Mitkommen. Commander, ein Mitglied unserer Gemeinschaft hat sich abgesetzt. Ach ja? Wer ist es? Nyra. Überrascht mich nicht. Sie gehört zu den Alps. Du müsstest ihre Signatur orten können. Wo ist sie hin? Ich speise die Koordinaten ihres Aufenthaltsortes in deinen Adjutor ein. Aha. Ignadon. Wo auch sonst. Ich schätze, sie will ins Depot zurück. Gut, danke. Ich kümmere mich um Nyra, sobald ich Zeit dazu habe. Hey, meine Späher vermuten, dass sie fündig geworden sind. Eine Gruppe von jungen Hetzern wurde im Hinterland von Ignadon gesehen. Sie schwören, sie hätten diese Leute noch vor ein paar Tagen in den Ruinen dort herumstreunen sehen. Hey, was machst du denn hier? Ich hatte schon befürchtet, dass du mich finden würdest. Warum kannst du mich nicht einfach ziehen lassen? Ich habe zu viel in dich investiert, um dich jetzt einfach wieder aufzugeben. Eine sehr nüchterne und sachliche Erklärung. Doch kaufe ich sie dir nicht ganz ab. Mehr wirst du nicht bekommen. Du wirst mir jetzt erst einmal erklären, was der Unsinn hier soll. Es sind die freien Menschen. Bei meinen zahlreichen Bemühungen, mein Volk zu schützen, habe ich viel über die anderen Gemeinschaften gelernt. Ich musste erkennen, dass ihre Intentionen und Beweggründe sich im Grunde nicht sehr von denen meines Volkes unterscheiden. Ist das etwas Gutes oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Es würde bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens dem Irrglauben erlegen war, dass... Tut mir sehr leid, dass dich das so belastet. Vielleicht nicht, aber du kannst es versuchen. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden die Skyans letztlich doch gewinnen. Schmerz, Leid, Zweifel und auch Gefühle wie der Hass und Gewaltbereitschaft. Das alles sind sehr menschliche Eigenschaften. Sieh es nicht als Schwäche an. Es ist eine Erweiterung deiner Wahrnehmung und deiner Fähigkeiten, dich in andere hineinzuversetzen. Komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Aber es ist so schwer. Du bist in einem ständigen Wechselbad der Gefühle gefangen zwischen deiner Logik und deinen Emotionen. Lass mich dir helfen, gemeinsam kommen wir da durch. Und wenn ich versage? Dann versagst du, aber du bleibst nicht einfach stehen. Deine Willensstärke ist unermesslich. Das ist keine Willensstärke, Nyra. Das ist Menschlichkeit. So, und jetzt komm. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Gut. Ich werde dir folgen. Und doch habe ich noch ein Anliegen. Und das wäre? Die Skyans. Ich will auch ihre Pläne studieren. Pläne der Menschen konnte ich ja noch verstehen. Aber die der Skyans? Tu mir einfach den Gefallen. Ich muss etwas extrem Wichtiges verifizieren.
Ich konnte eine kleine Gruppe von ihnen ausmachen, die nicht weit von hier operiert. Wirst du mich begleiten, wenn ich versuche, ihre Pläne zu erbeuten? Wie ich hörte, hast du eine Entscheidung getroffen, was deine Zukunft mit dieser Frau angeht? Oh, du meinst, weil ich... Ja, ich schätze, das habe ich. Gut, dann weiß ich ja, woran ich... Nun, ich fühle mich informiert. Vielen Dank. In Ordnung. Ich werde dir helfen, strategische Pläne des Skyens zu erbeuten. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Das bin ich gewohnt. Die Methode, wie wir an die Pläne kommen, überlasse ich dir. Du bist immer noch sehr effektiv. Das nehme ich mal als Kompliment. Nun, du hast die Skyans erledigt, aber hast du auch ihre Pläne? Da war ja noch was. Dann geh schnell und hol sie. Hier sind die Pläne der Skyans. Zeig sie mir. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind exakt nach demselben Strickmuster strukturiert wie die Pläne der Menschen. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit. Und die wäre? Die Erkenntnis ist, ich verstehe es jetzt. Der Selbsterhaltungstrieb, die Ideologien, das Zusammenrotten, die Liebe, auch der Hass. Ich bin von einem ruhigen und logisch denkenden Individuum zu einem zeitweise explosiven und hochsensiblen Menschen geworden. Und es beginnt mir zu gefallen. Ja, ich weiß, ich schwenke oft von einem Extrem ins andere. Doch ich glaube, ich möchte es nicht mehr missen. Auch wenn es heißt, dass ich unter der Last der Emotionen oftmals leiden muss. Ich finde, du schlägst dich ziemlich wacker. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Ich bin dir etwas schuldig. Tatsächlich? Wie wäre es dann mit... Nie wieder Wachdienst. Verstanden? Hey, nein. Nie wieder Wachdienst. Versprochen. Gut. Dann lass uns weitermachen. Ich glaube, wir haben noch einiges unerledigt gelassen. Die Analyse der Kontrollknotenchips ergab wenig neue Erkenntnisse. Was denn? Nichts? Nicht einmal ein bisschen? Die Skyans scheinen mehrere künstliche Intelligenzen zu benutzen, um unwichtige und redundante Arbeiten zu erledigen. Okay, das tun viele Menschen ebenfalls. Aber inwieweit sind die Skyans von den Maschinen abhängig? Oder ihnen vielleicht sogar hörig? Dazu konnte ich nichts Relevantes finden. Also nichts. Heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass die Skyans autonom handeln, ohne Abhängigkeit von der Maschine? Meine Berechnungen sind hier nicht eindeutig. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein könnte? 49,98%. Das ist in der Tat nicht eindeutig. Wir brauchen noch einen weiteren Scan, um die Tendenzen zu verifizieren. Na schön, machen wir das. Melde dich, wenn du etwas Neues hast. Ja, Commander. Frisch gewandelte Soldaten der Skyans. Das sollten wir uns sofort ansehen. Sehr gut, dann nichts wie los. Sieh dir das an. Es sieht fast so aus, als wären sie nie etwas anderes gewesen als Hetzer der Skyans. Ganz schön beängstigend. Ich will nicht als Hetzer für den Rest meiner Tage den Skyans dienen. Musst du nicht, wenn wir es verhindern können. Es ist eine Tragödie. Schlimm ist, dass sie zwar intelligenter sind als die Skyaniden, jedoch genauso verbissen und verblendet handeln. Ich muss jetzt am Ort der Wandlung meine Sinne einsetzen. Warte einen Augenblick. Es ist sehr schwer, das Leiden dieser Menschen zu ertragen. Und ich weiß nicht, was beunruhigender ist. Die Tatsache, dass die jungen Hetzer hier das dunkle Elex zu kontrollieren scheinen, oder... Ja? Na, diese Kerle haben offensichtlich nach Elex gesucht und auch einiges davon gefunden und es in sich aufgenommen. Was ist daran so interessant? Nun, dass es kein dunkles Elex war. Es war unser Elex. Die Skyans können also auch das blaue Elex verwerten. Das ist nicht gut, oder? Ganz und gar nicht. Stell dir vor, du hast eine Armee von solchen Soldaten, die unser Elex und Mana nehmen und es in ihren verseuchten Körpern verwerten. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis das blaue Elex Magallans vollständig mit dem dunklen Elex vermischt ist.
Man könnte auch sagen, es wird kontaminiert. Bedeutet das, dass es bald nur noch eine Art von Elix geben wird? Das dunkle Elix? Entweder das oder zumindest eine Mischung aus beiden Derivaten. Ob es danach auch wieder getrennt werden kann, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann aber spüren, dass diese Kerlchen hier mit den Stimmen des Elix kommuniziert haben, genau wie ich es tue. Die Skyans haben also nicht nur die Kontrolle über alle Derivate des Elix, sie kommunizieren auch mit dem Stimmenkollektiv des jeweiligen Derivats? Sieht fast so aus. Ein Hetzer ist jedoch nur der unterste Rang der Skyans und noch nicht so versiert im Umgang mit dem Elix. Ich müsste vielleicht eher einen jungen, frisch gewandelten Kurator analysieren, um mehr dazu sagen zu können. Wenn es diese überhaupt gibt. Vielleicht finden meine Späher ja einen oder zwei. Dann wissen wir mehr. Ich halte dich auf dem Laufenden. Also, wo waren wir? Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Ich weiß genau, was du meinst. Alles gut bei dir? Sicher doch. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, ich weiß. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Hey, warte mal. Was? Ach so, lass mich raten. Wieder einer von deiner schwarzen Liste. Ja, aber dieses Mal wird es schmutzig. Und ja, es ist tatsächlich mein rechter Leibwächter. Der Kerl heißt Brew und ich hörte, er plündert die alten Ruinen von Ignadon. Ich traue mich gar nicht danach zu fragen, was er verbrochen hat, um auf deiner schwarzen Liste zu landen. Ich Idiot habe ihm während meiner Abwesenheit im Fort die Kontrolle über meine Geschäfte überlassen. Das ist ihm wohl zu Kopf gestiegen. Ihm gefiel es wohl ein bisschen zu sehr, auf meinem Stuhl zu sitzen. Erst fing er noch ganz zaghaft an, meine Autorität zu untergraben. Doch schließlich meldete er ganz dreist und offen Besitzansprüche auf meine Position im Fort an. Er drohte jedem Outlaw mit dem Tod, der mir jemals wieder folgen sollte. Sei mal ehrlich, was würdest du mit so jemandem anstellen, wenn du ihm nach Jahren irgendwo wieder begegnest, hä? Ja, ich weiß, ich habe schon viele schreckliche Dinge getan. Ja, genau. Und darum werden wir ihm jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Doch eins sage ich dir gleich, er wird sofort wissen, was wir von ihm wollen. Darum sollten wir uns auf einen Kampf vorbereiten. Was habe ich da gehört? Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Ja, das hast du richtig gehört. Warum? Ach, mach doch, was du willst. Lass dir aber bloß nicht einfallen, mich damit voll zu quatschen, klar? Suchen wir deinen Plünderer, Brew. Ja, es wird Zeit, dass er seine Packung bekommt. Da, hier irgendwo soll er sich herumtreiben. Ich kenne die Gegend. Sie ist nicht ganz ungefährlich. Dann sollten wir wachsam sein. Brew wird sofort angreifen, wenn er jemanden sieht. Hör mal, du Vogel, eins noch. Hast du in letzter Zeit zu wenig Schlaf gekriegt, oder was? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Meine Fresse. Brew war ein ganz schön harter Hund. Er hat verbissen gekämpft bis zum Schluss. Hauptsache, er ist erledigt. Ja, das ist er. Dann streiche ich seinen Namen von der Liste. Wie viele Namen stehen denn noch drauf? Nerv mich nicht damit. Wir sind noch lange nicht durch mit der Sache. Bald werde ich die nächste Kandidatin ausfindig gemacht haben. Eine Frau? Ja, ich gebe dir Bescheid, sobald ich sie gefunden habe. Bis dahin mach einfach weiter. Jax. Imbro, Erik. Hamorat, Jax. Ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Ich sollte meinen Geist trainieren, um so etwas hier zu verhindern. Ich habe eine neue Kontrollknotenchip-Ortung in Tavar, Commander.
Gut, dann kriegen wir jetzt hoffentlich heraus, wie abhängig die Skyans von ihren künstlichen Intelligenzen sind. Sind die Skyans eventuell selbst miteinander verbunden und kommunizieren mit ihrem Geist? Leben sie möglicherweise sogar in einer Art geistigen Kollektiv? Theoretisch wäre das möglich, jedoch nur außerhalb von Kampfsituationen. Zur Kommunikation bräuchten die Skyans eine Art Ruhephase. Und da wir wissen, dass sie keine Ruhe geben, bis sie ihr Ziel erreicht haben? Die Skyans kämpfen nicht ununterbrochen. Ach was, das ist ja eine sehr intelligente Schlussfolgerung. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Commander, ich bin irritiert. Oh, wie kann ich dir helfen? Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Meine Systeme vermerken vermehrtes Auftreten unsinniger Konversationen. Schon gut. Ist nur ein wenig Sarkasmus. Ich habe gerade keine leichte Zeit. Manchmal muss es einfach raus. Verstehe. Erstelle Vermerk in meiner internen Datenbank zur späteren Weiterverarbeitung. Ach, nee. Vielleicht machst du das besser nicht und wirfst diesen Informationsmüll aus deiner Datenbank, okay? Daten gelöscht. Gut, ist besser so. Ich möchte nicht, dass du dich zu lange damit beschäftigst. Kümmere dich besser um wichtigere Aufgaben. Womit beschäftigen, Commander? Genau. Also auf geht's. Holen wir uns die Chips und lass uns herausfinden, wie die Skyans ticken. Ja, Commander. Eine größere Anzahl Soldaten der Skyans patrouilliert in dem Gebiet direkt vor uns. Sie machen es uns auch nicht leichter, oder? Wahrscheinlichkeit der aufgestellten These liegt bei 89,4%. Okay, zu welcher Seite? Die Skyans sind nach meinem derzeitigen Wissensstand höchstwahrscheinlich unabhängig denkende Wesen. Dann steckt also hinter Cassandra wirklich nur eine künstliche Intelligenz und kein Skyant-Wissenschaftler oder Soldat? Höchstwahrscheinlich. Interessant. Die AIs, die Skyans einsetzen, wären demnach tatsächlich lediglich Mittel zum Zweck und nicht mehr als Werkzeuge. Alle Daten deuten darauf hin. Ich weiß nicht, was mich jetzt mehr beunruhigt. Nun doch, was passiert, wenn sie ihre intelligenten Automaten gänzlich verlieren würden? Wie verwundbar sind sie, wenn sie all ihre Maschinen manuell steuern müssten? Ein weiterer Scan würde uns mehr Aufschluss geben. Ich muss allerdings zunächst meine internen Systeme rekalibrieren. Mach das. Aber nicht zu laut, okay? Die Lautstärke meiner internen Systeme ist nicht... Frage, war das wieder eine deiner unsinnigen Bemerkungen? Ja, aber... Hey... Sagte ich nicht, du solltest diesen Blödsinn nicht abspeichern und aus deiner Datenbank löschen? Ja, aber meine Systeme haben gerade keine leichte Zeit. Ah, sehr gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Gut, dann melde dich, wenn du eine weitere Ortung hast. Ja, Commander. Ich habe sie gefunden. Die nächste Kandidatin auf deiner schwarzen Liste? Korrekt. Ich wusste immer, dass sie ihm vorgeblieben ist. Ich habe nur an der falschen Stelle gesucht. Erzähl mir von ihr. Sie war meine beste Freundin. Ihr Name ist Sherry. Wir haben eine lange Zeit eine Menge Unsinn angestellt. Die Männer lagen uns zu Füßen. Und wenn uns einer gegen den Strich ging, haben wir ihn ziemlich schnell aus dem Weg geräumt. Noch jemand von deiner Sorte? Sie macht mir jetzt schon Angst. War eine geile Zeit. Doch irgendwann liefen die Dinge nicht mehr ganz so rund für uns beide. Ich glaube, Sherry hat es nie verkraftet, dass mir Männer immer noch einen Tick wichtiger waren als meine Beziehung zu ihr. Was hat sie getan? Sie hat einen ihrer Verehrer zu hart angefasst. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen von Krähen zerfressen auf dem Schrottplatz im Fort aufgefunden. Mir war sofort klar, dass es Sherrys Werk war. So grausam konnte nur sie sein. Wow, und das aus deinem Mund. Es besteht also doch noch Hoffnung bei dir. Vergiss es. Leider war der Kerl ein wichtiger Handlanger meines Bruders, dem Duke.
Er hätte Sherry vierteilen lassen, wenn er es herausgefunden hätte. Also hat Sherry mir den Mord in die Schuhe geschoben. Da mein Ruf im Fort sowieso schon ziemlich im Arsch war, hätte mir auch keiner meine Version der Geschichte abgekauft. Das war der Tag, an dem du aus dem Fort geflohen bist, nehme ich an. Ich hatte keine andere Wahl. Wo ist deine Freundin Sherry? Wir werden sie aufsuchen. Nenn sie nicht so. Die Zeiten sind lange vorbei. Komm mit, wir sehen nach, was meine Informationen tatsächlich wert sind. Hier soll es sein. Sherry soll sich in einem der Müllhaufen unterhalb des Fonds durchschlagen. Ich hatte nicht erwartet, dass sie so tief sinken würde, sonst hätte ich sie vermutlich schon viel früher gefunden. Los, mach schon. Ich bin hinter dir. Scheiße. Willensstärke. Was wohl mit mir passiert wäre, wenn der Kontrollchip des Hybriden bei mir damals funktioniert hätte? Wäre ich dann nicht genauso verblendet wie alle anderen dem Wahn der Maschine verfallen? Na, kein schöner Gedanke. Ich bin mir nicht sicher, ob mir gefallen wird, was gleich passiert. Ich auch nicht. Ey, verschwinde! Komm morgen wieder! Bei mir ist heute geschlossen. Sherry? Was denn? Jetzt brät mir doch einer einen Storch. Bist du das? Nasty? Meine Fresse, bist du runtergekommen. Was machst du hier? Ich dachte, du wärst bei den verschissenen Fanatikern in der stinkenden Grotte untergekrochen. Ja, das war ich auch. Aber was zur Hölle hast du mit dir gemacht? Ich erkenne dich kaum wieder. Ach was. Jetzt, nach so vielen Jahren, nachdem ich nur noch ein Schatten meiner selbst bin, kommst du wieder angeschissen? Glaubst du, ich hab mir das ausgesucht? Du warst weg und alles hier wurde zu scheiße. Hör auf, mich anzukacken. Du Miststück hast mich über die Klinge springen lassen. Hast du das etwa schon vergessen? Ich jedenfalls nicht. Das ganze Fort war hinter mir her. Ach, Schätzchen. Du weißt ganz genau, dass ich gar keine andere Wahl hatte. Dein Bruder, der Mistkerl, hätte mich an seine Schakale verfüttert, wenn er herausgefunden hätte, dass ich seinen besten Mann erledigt habe. Ich hatte die leise Hoffnung, dass er dich verschonen würde. Du bist seine Schwester, verdammt nochmal. Glaubst du, ich weiß das nicht? Erklär mir nicht, was für ein Arschloch mein Bruder ist, okay? Du hast deinen Beitrag zu meiner Verbannung geleistet. Also steh wenigstens dazu und hör auf, mich mit deiner Scheiße voll zu labern. Du hast mich verlassen. Und das werde ich dir niemals verzeihen. Ach, komm schon, hör auf damit. Du hast mich einfach sitzen lassen. Wegen einem Kerl. Wegen einem Kerl. Weißt du, ich kam hierher, um mit dir abzurechnen. Doch ich muss feststellen, du bist eigentlich schon gestraft genug. Sieh dich nur an. Mich verlassen. Alles, was ich noch tun kann, ist dich zu bemitleiden. Wegen einem Kerl. Komm, Jax. Lass uns verschwinden. Wir sind hier fertig. Hör mal, du Vogel. Eins noch. Hast du in letzter Zeit so wenig Schlaf gekriegt, oder was? Ja, ich war... Sherry ist erledigt, so wie es aussieht. Ja, das ist sie. Ich will nicht mehr über sie sprechen. Ich habe den leisen Verdacht, dass der Name deines Bruders ebenfalls auf deiner schwarzen Liste steht. Du bist ein ganz schlauer, was? Also stimmt es. Er war der Duke von Tavar, doch dieser Mistkerl hat mir damals nicht geholfen. Nur ein Wort von ihm und die ganzen Arschlöcher wären nicht so mit mir umgesprungen. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Ich glaube sogar, dass er den einen oder anderen dazu ermutigt hat, gegen mich zu intrigieren. Verstehe. Und da du weißt, wo dein Bruder sich aufhält? Nein, ich bin noch nicht so weit. So? Warum glaubst du, habe ich so lange und intensiv trainiert? Logan ist ein harter Brocken. Er ist das zweitgrößte Arschloch, das ich kenne und nicht so einfach zu knacken. Ich muss absolut sicher sein, dass ich ihm auch gewachsen bin, wenn ich ihm gegenübertrete.
Das zweitgrößte Arschloch? Dann ist Logan der Vorletzte auf deiner schwarzen Liste. Alles zu seiner Zeit, Schätzchen. Alles zu seiner Zeit. Lass mich noch ein wenig trainieren. Ich sage dir, wenn ich bereit dazu bin. Hey, ich habe ihn endlich gefunden. Der schwarze Schakal ist in Ignadon. Wen? Den letzten Wüstenteufel. Ted ist in Ignadon. Und ich weiß auch, wo genau. Warum nennt ihr ihn den schwarzen Schakal? Einfach nur, weil er das mieseste und größte Arschloch unserer Bande war. Also, wenn du bereit bist, dann könnten wir ihn sofort treffen. Ich hasse diese dunklen Kreaturen. Waren die Mutanten denn nicht schon scheußlich genug? Von mir aus können wir deinen Ted aufsuchen. Dann aber schnell. Ich weiß nicht, wie lange meine Information noch etwas wert ist. Das sieht aus wie ein Treffpunkt. Genau so einen haben wir damals bei den Wüstenteufeln auch verwendet. Warte mal. Ist das nicht sogar unser alter Treffpunkt? Ah, so eine Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wie hast du unseren Treffpunkt gefunden, Bully? Freut mich auch, dich zu sehen, Ted. Wo du schon mal hier bist. Willkommen auf der Schlachterparty. Was läuft hier eigentlich? Und warum soll ich dich im Auftrag von Baxter suchen, wenn du offensichtlich schon längst weißt, was er von dir will? Die viel interessantere Frage ist, wie du diesen Ort hier gefunden hast. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Außerdem glaube ich, dass wir uns hier früher schon einmal getroffen haben. Nee, komm schon, das ist ja kein Mist. Von wem weißt du, dass ich hier bin? Ich bin doch nicht verrückt und nenne dir meine Quelle. Dann kann ich sie ja gleich selbst einsagen. Na gut, ganz wie du willst. Dann kommen wir mal zum Geschäft. Du hast etwas vom Duke für mich? Als ob du das nicht schon wüsstest. Ja, ich soll dir ein Passwort übermitteln. Das Kalb geht zum Schlachter. Sag ich doch, du weißt es. Also habe ich hiermit meinen Job erledigt. Du bist immer so ein loyaler Trottel gewesen, weißt du das? Kommt schön brav zu seiner eigenen Hinrichtung. Und warum? Weil der Duke es ihm aufgetragen hat. Was laberst du da für eine Scheiße, Ted? Du bist das Kalb, Bully. Und der Duke will, dass deine alten Freunde dich zur Schlachtbahn führen. Ach komm, das ist es jetzt? Ihr solltet mir den Arsch aufreißen. Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Hast du eigentlich eine Ahnung, welche Möglichkeiten du in den letzten Jahren ausgeschlagen hast, du dämlicher Hund? Du warst immer der Stärkste von uns allen, nicht nur bei den Wüstenteufeln. Generell hat jeder Outlaw Magalans einen riesigen Respekt vor dir und deiner Kampfkraft. Es wäre immer ein leichtes für dich gewesen, die Macht an dich zu reißen. Baxter wusste das immer. Doch er wusste auch, dass du ihm gegenüber immer loyal warst. Bis in den Tod. Doch ganz offensichtlich hat er neuerdings die Hosen voll und hat Schiss, dass du ihm über den Kopf wächst. Aber warum? Ich habe nichts getan, das meine Loyalität ihm gegenüber... Das ist doch scheißegal. Die Zeiten sind härter geworden und Baxter wird älter. Doch du, Bully, bist immer noch der Fels in der Brandung, der du immer warst. Das macht unserem kleinen Duke wohl Angst. Und darum... Seit wann wisst ihr das schon? Du meinst das mit dem Kalb und dem Schlachter? Das hat sich Baxter vor vielen Jahren ausgedacht. Bisher war wohl alles in Butter, dass er diese Karte nicht ziehen wollte, aber... Was habt ihr Verräterschweine dafür kassiert? Genug, Bully, genug. Außerdem war nicht immer dein Motto... Wenn der Duke etwas befiehlt, dann muss es getan werden. Ich hab genug gehört. Beenden wir das hier. Ja, du hast recht. Es wird Zeit. Dann komm mal zur Schlachtbank, du Kalb. All die Jahre wussten sie es, diese dreckigen Verräter. Ja, scheiße. Ich weiß, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Egal, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wer ist denn jetzt eigentlich deine Quelle?
Ich höre immer nur Quelle. Ich habe gar keine Quelle. Ich habe einfach nur gut geraten. Aha. Du bist cleverer als du... Als ich aussehe? Ja, vielleicht. Was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich muss das alles erst einmal verarbeiten. Baxter hat offenbar Angst vor meiner Kampfkraft und dass ich ihm seinen Posten streitig machen könnte. Das ist so lächerlich. Du solltest mit ihm noch einmal darüber sprechen. Das ist doch scheiße. Ich hatte doch nie Ambitionen dieser Art. Ach, lassen wir das. Das führt doch zu nichts. Auf kurz oder lang muss ich Baxter damit konfrontieren. Seinen Auftrag hast du jedenfalls ausgeführt. Ja. Und er sollte meinen Tod zur Folge haben. Was für eine Scheiße. Soll ich dich begleiten, wenn du Baxter treffen willst? Das musst du nicht. Ich bin meiner sämtlichen Pflichten mit einem Mal entbunden worden. Das heißt auch, dass ich nicht mehr dein Aufpasser bin. Du bist mir nichts schuldig. Also, warum solltest du das tun? Du bist mein Waffengefährte. Wir kämpften bis hierhin Seite an Seite. Ich sehe keinen Grund, warum ich dich jetzt im Stich lassen sollte. Du Arsch. Irgendwie hast du den ganzen Scheiß doch vorher gewusst, oder? Gib's zu! Ich hatte so eine Ahnung. Ja, ja. Machen wir einen Haken an die Sache und kümmern uns um wichtigere Dinge. Du hast doch noch einen Batzen zu tun, nicht wahr? Ich bin dabei. Egal, was kommt. Und wenn du mich zum Duke schleppst, dann wundere dich nicht, wenn die Sache für alle Beteiligten äußerst ungemütlich endet. Hättest du ein weiteres Mal ein wenig Zeit für mich übrig? Möglicherweise. Worum geht es? Ich möchte die nächste Stufe der Menschlichkeit erlernen. Jemandem zu helfen, der sich in Not befindet, ist doch zweifelsohne eine sehr menschliche Tat, oder? Natürlich. Jetzt sag aber nicht, dass du jemanden brauchst, der sich in Gefahr begibt, aus der du ihn retten willst. Das brauche ich nicht. Es gibt diesen jemand bereits. Der Jäger Rolf wird von wilden Tieren in seinem Revier bedrängt. Ich schätze, wenn wir ihm nicht helfen, dann wird er diesen Kampf verlieren. Du weißt, dass einer unserer Leute in Lebensgefahr schwebt und wir stehen hier herum und debattieren darüber? Verdammt! Falk, wo ist er? Wo ist dieser Jäger? Es ist Rolf. Er ist in seinem Revier. Etwa dort, wo wir die Flusskriecher erlegt haben. Du weißt schon wo. Dann sollten wir besser keine Zeit verlieren und Rolf helfen. Sag ich ja. Also, los geht's. Ach, verdammt. Sind sie weg? Immerhin lebst du noch. Dieser Drecksack von einem Androiden hat genau gesehen, dass ich von diesen Mistviechern bedrängt wurde. Ja, glaubst du denn, er hätte auch nur einen Finger gerührt? Weggelaufen ist er. Tut mir leid. Ich handelte nur nach bestem Wissen und Gewissen. Halt jetzt bloß deine blöde Fresse. Danke für deine Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal meine Wunden versorgen. Wir sehen uns. Und du Arschloch gehst mir die nächste Zeit besser aus dem Weg, ist das klar? Natürlich. Was soll ich sagen? Reden wir besser nicht mehr davon. Ich danke dir für deine Unterstützung, aber ich glaube, ich muss mir die jüngsten Ereignisse erst einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Mach das, wir reden später. Danke. Ich... Naja... Jax, Tartagorak, Isura, Emre, Jax. Oh, die Infektion. Warum so förmlich? Was ist los? Ich habe eine seltsame Situation entdeckt, Commander. Seltsam? Was ist denn das für eine Wortwahl? Du meinst sicher etwas für dich Unerklärliches. Verstehe ich das richtig? Ja, Commander. Ich habe den Androiden Falk die letzten Tage des Öfteren die Bastion verlassen sehen.
Und zwar ganz allein, ohne offiziellen Auftrag. Falk ist ein freier Mann. Er kann tun und lassen, was immer er will. Schließt das auch geheime Treffen mit Auftragskillern ein? Du weißt, ich gebe eine Menge auf dein Urteil, aber das jetzt. Falk trifft sich in vielen der oben genannten Fälle mit einem Mann namens Connor. Laut meiner Datenbank ist er ein vielfach gesuchter Mörder. Das klingt tatsächlich etwas seltsam. Mir gegenüber hat er jedenfalls noch nie etwas über einen Connor erwähnt. Ich markiere dir den aktuellen Treffpunkt der beiden in deinem Adjutor. Er ist unweit der Bastion und sollte schnell zu finden sein. So wie sich die Situation abzeichnet, ist Falk gerade in diesem Moment auf dem Weg dorthin. Okay, danke, Kleiner. Ich sehe mir das mal an. Ach, Scheiße! Wer bist du denn? Falks Kumpel oder was? Ich hab schon so etwas geahnt. Das war das letzte Mal, dass ich dieser stinkenden Maschine vertraut habe. Hey, was soll der Blödsinn? Was meinst du? Meine Drohne erzählte mir, dass du neuerdings mit Auftragskillern und Mördern verkehrst. Hat sie das gesagt? Allerdings, meine Drohne sagte auch etwas von einem gewissen Connor. Er sei ein Mörder und du sollst dich mit ihm häufiger treffen. Und wenn man gesehen hat, wie unentspannt dein neuer Freund war, hatte meine Drohne ja offensichtlich recht. Tut mir leid, dass ich dir Kummer gemacht habe, aber... Ja, Kummer. Ich mach mir Sorgen um dich, Falk. Ich kann es dir erklären. Da bin ich ja mal gespannt. Connor gehört zu einer größeren Gruppe von Banditen. Sie nennen sich selbst die Sykes. Das wird ja immer besser. Connor hat sich für mich als hilfreicher Mentor erwiesen, was die negativen Eigenschaften der Menschen angeht. Negative Eigenschaften, Falk? Was hast du getan? Um menschlicher zu werden, habe ich eine Vielzahl von Aufträgen angenommen, die ich alle mit Erfolg absolvieren konnte. Aufträge? Was denn für Aufträge? Meistens ging es um das Töten von anderen Menschen. Vornehmlich solche, die leicht zu erledigen waren und die eine Menge wertvolle Dinge dabei hatten. Oh Mann. Im Gegensatz zu den Experimenten, die ich mit dir zusammen durchgeführt habe, sind diejenigen, die Connor überwachte, wie soll man es formulieren? Okay, komm, ich verstehe, was du meinst. Der böse Weg ist meistens der einfachere. Und ja, auch das ist menschlich. Ob mir das nun passt oder nicht. Aber ein ganz entscheidendes Detail würde mich dabei interessieren. Du hast die Inhalte deiner Experimente mit mir als dein Mentor immer selbst bestimmt. War das bei Connor auch der Fall? Nein, sowohl die Inhalte als auch die konkreten Missionsziele kamen ausschließlich von ihm. Falk. Wieso? Du bist der Auftragskiller für eine Bande mit ganz üblen Burschen. Bist du dir darüber im Klaren? Nun, ich habe doch nur... Du bist eine Marionette, ein Handlanger. Du tötest Menschen. Und das nur für Elixid oder andere Wertsachen. Menschen tun eine Menge irrationaler Dinge. Doch jemanden der eigenen Spezies zu töten, um sich daran zu bereichern, gehört zweifelsohne nicht dazu. Es erfüllt einen Zweck oder etwa nicht? Das ist bösartig, Falk. Es ist menschlich. Das hast du selbst gesagt. Also, wo ist jetzt mein Denkfehler? Okay, vergessen wir die Sache, aber wir werden deine miesen Freunde loswerden müssen. Die Psykes? Warum? Was ist das Problem? Wenn du weiter mit mir zusammenarbeiten willst, dann wirst du diesen Kontakt zu ihnen abbrechen müssen. Diese Kerle haben dich momentan voll unter Kontrolle. Sie werden sicher ungemütlich, wenn du nicht mehr auf ihre Befehle hörst. Und ich glaube kaum, dass sie es dann auf sich beruhen lassen und auf ihre lukrativen Nebeneinnahmen verzichten werden. Das wäre möglich. Also, was ist dein Vorschlag? Wie räuchern die Psykes aus? Sag mir, wo ich sie finden kann. In Ordnung. Das werde ich. Sag mir einfach, wann du aufbrechen willst.
Gehen wir und mischen die Psykes auf. Gut, ich zeig dir, wo sie zu finden sind. Folge mir. Da drüben haben die Psykes ihr Hauptquartier. Die meiste Zeit steht es leer und die Psykes sind anderweitig unterwegs. Aber vielleicht haben wir Glück. Ja, die Psykes sind erledigt. Gut, dann können wir ja zur Tagesordnung übergehen. Nein, das können wir nicht. Du hast dich und vor allem andere Menschen in deinem Umfeld in größte Gefahr gebracht. Das kann und will ich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich verstehe, aber was willst du denn machen? Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht. Ich werde mir überlegen müssen, wie ich wieder Vertrauen zu dir aufbauen kann. Ich muss mich auf dich verlassen können. In Ordnung, ich verstehe das. Ich werde mir ebenfalls Gedanken machen. Ja, das solltest du. So ein Debakel wie mit dem Sykes darf sich nicht noch einmal wiederholen. Okay, ich habe verstanden und werde mich danach richten. Wie lange die Halbwertszeit einer solchen Fabrik wohl unter normalen Umständen war? Es gibt keine Normalität. Nicht mehr. Du meinst, die Antwort auf meine Frage ist unmöglich zu bestimmen? Nein, aber zerbrich dir lieber über sinnvollere Dinge den Kopf. Ich habe eine Meldung zu machen, Commander. Was ist denn? Der Android Falk ist auf dem Weg in Marakor, einige Stellungen der Skyans anzugreifen. Woher weißt du das? Er teilte es mir soeben mit. Ihr habt Funkkontakt? Positiv. Wir hielten eine beidseitige Kommunikation für sinnvoll. Also haben wir... Dann sag ihm, er soll keinen Unsinn anstellen und sofort wieder zu mir kommen. Negativ. Falk ahnte schon, dass du so reagieren würdest und hat den Kontakt daher abgebrochen. Na toll. Ich kann dir aber Falks letzten bekannten Aufenthaltsort in deinen Adjutor einspeisen. Ja, tu das. Keine Ahnung, was ihn gerade wieder antreibt. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn er sich aus irgendeinem Grund selbst opfert, um mir damit einen Gefallen zu tun. Ich muss ihn daran hindern, eine größere Torheit zu begehen. Stand by. Hi. Jax, du hast mich gefunden. Ah, ich verstehe. Deine Drohne. Bist du verrückt? Was machst du denn hier? Du wolltest einen Beweis meiner Loyalität und dass man sich auf mich verlassen kann. Wie könnte ich das besser, als mich selbst dem Kampf gegen die fremden Eindringlinge zu stellen? Hör auf mit dem Mist. Du nutzt mir nichts, wenn du dich in unsinnigen Scharmützeln aufreibst und dich dabei selbst vernichtest. Aber du sagtest doch... Ich will dich ja wirklich nicht in deiner Freiheit beschneiden, aber... Ich habe noch eine Menge zu erledigen und ich brauche dabei deine Hilfe. Aber ich habe versagt. Ich habe dich verärgert und dir in letzter Zeit eigentlich nur Ärger gemacht. Das ist doch Unsinn, Falk. Und ich sage dir auch warum. Egal, was du getan hast, wir werden das schon wieder gerade biegen. Was könnte eine Maschine mehr erreichen, als dass ein Mensch sie als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft ansieht? Und für mich bist du so etwas wie ein Freund geworden über die lange Zeit, die wir uns kennen. Also vergessen wir doch einfach das Ganze und verschwinden von hier. Ist das wahr? Nun dann, in Ordnung. Aber nur unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Wenn ich jemals wieder den Plan verfolgen sollte, menschlicher zu werden... Ja? Dann haust du mir ein Kantholz über meinen dämlichen Schädel, okay? In Ordnung. Ich werde daran denken. Das hoffe ich. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir haben tatsächlich zwei junge Kerle gefunden, die direkt vom Menschen zu einem Kurator gewandelt wurden. Was ist die schlechte Nachricht? Sie sind irgendwo im Umland des Formers Epsilara in Tavar. Kein schöner Ort, um seine Zeit zu verbringen. Lass es uns versuchen. Wenn sie im Umland des Formers sind, dann werden wir sie auch finden. Ich habe die Hoffnung auf ein Gegenmittel gegen die dunkle Seuche immer noch nicht aufgegeben. Ich werde tun, was ich kann. Ist ja schon sehr imposant, so ein Ding. Ja, und es bedeutet eine große Umstellung für uns alle, wenn sie vollenden, wozu sie geschaffen wurden. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
Du kennst dich besser in dieser Gegend aus. Also, du gehst vor, ich folge dir. Soll das? Ja, ja, ist ja gut. Schlimm, was das dunkle Elex aus ihnen gemacht hat. Jetzt haben sie es hinter sich. Ja, wir aber noch nicht. Bin gespannt, was ich am Wandlungsort herausfinde. Bring mich hin. So, das war's. Ich bin soweit, wir können wieder verschwinden. Nein, nicht bevor du mir erzählt hast, was du herausgefunden hast. Ja, natürlich. Es ist nur, ich bin völlig fertig von der Anstrengung. Es ist, je mehr ich sehe, desto mehr wünschte ich mir, ich hätte es nicht gesehen. Es ist definitiv so, dass die Elex-Derivate tatsächlich vom selben Stamm sind. Sie haben dieselben Schwingungen und auch den gleichen Ursprung. Die Elex-Derivate kommunizieren nicht nur mit ihrem Wirt, also dem Trägerorganismus und seinem Geist. Die Derivate kommunizieren auch untereinander. Das eine weiß vom anderen und ja, es sieht so aus, als würden sie sich auf eine gewisse Art ergänzen. Sehr interessant. Erzähl weiter. Sie üben eine gewisse Kontraktion aufeinander aus, wie deine... wie hast du diese magischen Dinger nochmal genannt? Magneten. Ja, genau. Ich habe mal rumgefragt, nachdem du das erwähntest, und man hat mir die Sache mit den Anziehungskräften erklärt. Moment, langsam. Das eine Elex zieht das andere an? So ist es. Das eine will zum anderen und sich mit ihm vereinen. Diese Anziehungskraft ist sehr stark und ähnlich einer Art von Gravitation, wenn die Elex-Stimmen gerichtet werden. Eine große Menge von dem Zeug hat aber im Vergleich zu normaler Masse eine um ein Vielfaches größere Kraft als unsere Gravitation. Elex liegt nur selten als absolut reine Substanz vor. Es ist oftmals mit anderen Substanzen dieses Planeten gebunden, wodurch die Elex-Gravitation extrem geschwächt wird. Daher merken wir kaum was davon. Und es braucht ein Medium, einen Geist, um die Elex-Stimmen auszurichten und zu wirken. Ja, so ist es. Es scheint fast so, als hätte jemand dieses Elex nur zu einem Zweck hergestellt. Kontrolle. Kontrolle des Geistes über die Materie. Doch welcher Geist ist stark genug, ein solch mächtiges Werkzeug zu erfinden, herzustellen und ihm sogar ein eigenes Bewusstsein einzupflanzen? Das klingt eher nach so etwas wie einer Gottheit. Was auch sonst. Nur ein Gott ist zu so etwas fähig. Egal was es auch ist, das uns diese Suppe hier eingebrockt hat, es ist noch nicht am Ende seiner schöpferischen Kraft. Ich fürchte, die Skyans und das Elex sind erst die Vorboten von etwas Größerem, etwas Gewaltigem, etwas Göttlichem. Mag sein, aber wir haben hier noch ein paar kleine menschliche Probleme zu lösen. Leider. Die Heilung der Infektion jedenfalls ist nach Sichtung der Sachlage offenbar nicht so einfach. Das Ganze hier übersteigt so langsam meine Vorstellungskraft. Alles, was wir im Moment tun können, ist das dunkle Elex einzudämmen. Es darf nie die kritische Masse erreichen, bei der es zum unkontrollierbaren Ausbruch der Seuche kommt und wir es nicht mehr aufhalten können. Tja, dann wissen wir ja, woran wir sind. Ja, lass uns weitermachen. Noch haben wir die Chance, das Ganze zu überleben. Die sollten wir nicht einfach verstreichen lassen. Eine Sache noch. Momentan machst du mir Angst. Weißt du das? Ja, ich weiß. Ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. So, ich bin jetzt soweit. Bring mich zu meinem Bruder. Okay. Ist er immer noch an der Küste von Caracas? Wenn nicht, dann suchen wir ihn so lange, bis wir ihn gefunden haben. Mitkommen. Klar doch. Alles okay? Geht so. Jetzt geht das Ganze schon mal in die richtige Richtung. Hoffentlich haben die Fremden auch noch genug Zunder. Ich will was zu tun kriegen. Ach du Scheiße. Du schon wieder? Wieso wusste ich, dass ich deine Visage hier irgendwann sehen würde?
Logan, wie ich sehe, hast du deine Leute im Griff. Aus deinem Mund klingt das fast wie eine Beleidigung. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir schon alles zusammen durchgemacht haben. Tatsächlich? Ich kann mich nicht daran erinnern, in welcher Grube wir zusammen gebuddelt hätten. Alles, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass du mich in der Gegend herumgescheucht hast, als du noch der Duke von Tavar warst. Ja, und ich habe den leisen Verdacht, dass du, Mistkerl, an meinem Sturz nicht ganz unbeteiligt warst, nicht wahr? Unsinn, du weißt genau, dass ich nichts damit zu tun hatte. Die Berserker haben dein Fort überrannt und dich aus deiner eigenen Stadt gejagt. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht einmal in der Nähe. Tatsächlich. Na dann, nichts für ungut. Ich kann jemanden wie dich trotzdem nicht leiden. Du hast mir zu viel Rückgrat und zu viel in der Birne. Warum tust du uns beiden nicht einen Gefallen und verschwindest wieder, bevor die Sache hier noch eskaliert? Eine Sache wäre da noch. Was willst du denn? Deine Schwester will mit dir abrechnen. Ach ja? Ist ja niedlich. Warum sagt sie mir das denn nicht selbst? Mach hier nicht den starken Mann, du Arschloch. Du weißt genau, warum ich hier bin. Wie ich sehe, hast du es immer noch nicht kapiert. Es ging ums Geschäft. Es geht immer ums Geschäft. Du hast dich damals verarschen lassen. Und das von einer Reihe wichtiger Leute im Fort. Ich konnte dich nicht mehr schützen. Ich hätte mich selbst und meinen Status völlig unglaubwürdig gemacht. Du selbstsüchtiges Schwein. Dass du selbst bei mir so weit gehen würdest, ist das Allerletzte. Und dafür wirst du jetzt bezahlen. Ach komm, warum erst jetzt? Warum gehst du mir damit gerade heute auf den Sack? Bisher hast du dich eher verkrochen, als mir mal deine Meinung zu geigen. Woher also der Sinneswandel? Diese halbe Portion da? Steckt der dahinter? Du wirst dafür bezahlen, was du Nesti angetan hast. Wurde auch Zeit. Eins ist auf jeden Fall schon mal sicher. Du wirst diese Küste nicht lebend wieder verlassen. Gut so. Die bucklige Verwandtschaft kann man sich eben nicht aussuchen. Tragische Geschichte, wenn man bedenkt, dass sie einmal... Ach komm, laber nicht so einen Müll. Er war ein Schwein. Nichts anderes. Wie auch immer, die Sache ist erledigt. Und nur das zählt. Aber er war für dich nur das zweitgrößte Arschloch. Wer ist also der letzte Name auf deiner schwarzen Liste? Das weißt du ganz genau, du Penner. Du willst es nur nicht wahrhaben. Ich verfluche den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Weißt du das? Irgendwie hatte ich schon so etwas geahnt. Aber warum? Was habe ich dir getan, dass du so... Du hast mich in den Krieg geschickt. Du hast mich wie die wilde Sau durch halb Magalan geschleppt und mich wüten lassen in meinem Wahn. Das hast du selbst so gewollt. Und an dem Tag, an dem ich das Gefühl hatte, dass du und dein Scheiß für mich interessant werden könnten, da brennst du durch mit dieser kleinen... Ach! Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Dass du auch noch ein Kind mit dir hast, hat mir den Rest gegeben. Ich hab dir das Leben gerettet. Du wärst dem grauen Tod erlegen, wenn ich nicht gewesen wäre. Ist das gar nichts wert für dich? Das ist der einzige Grund, warum du erst ganz am Ende meiner schwarzen Liste stehst. Aber das ist jetzt egal. Schnee von gestern. Schauen wir uns mal an, wie du heute zu mir stehst. Bei der Sache mit Dan wolltest du dich mit ihm einigen. Dafür hätte ich dir fast den Schädel eingeschlagen. Ja, du hast mir geholfen, meine schwarze Liste abzuarbeiten. Und es war jetzt keine Totalkatastrophe. Aber trotzdem, streckenweise eine ziemlich schwache Vorstellung. Also, so richtig verlassen kann ich mich auf dich nicht. So viel ist schon mal klar. Wenn ich also so darüber nachdenke, bleibt mir nur ein Schluss. Unterm Strich weiß ich echt nicht, was ich mit dir anstellen soll. Ich brauche wohl noch Zeit, um mir über uns klar zu werden. Dann mach das. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, das tue ich.
Du wirst von mir hören. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Halt die Fresse, Baxter. Du kannst froh sein, wenn ich dir nicht dein dreckiges Maul stopfe. Ich hab schon gehört. Hast es wieder mal verkackt, was? Nicht mal sterben kannst du vernünftig. Warum, hä? Sag schon, warum hast du das getan? Ich hab mir jahrelang den Arsch für dich aufgerissen und das ist jetzt nun der Dank? Und? Ging es dir dabei etwa schlecht? Nein, ganz bestimmt nicht. Du hattest bei meinen Leuten sämtliche Privilegien, also beschwer dich jetzt nicht über die Jahre, die du bei mir verbracht hast. Das ist am Ende aber nichts wert, wenn du erfährst, dass dein Abgang schon seit Jahren geplant war. Mir kommen gleich die Tränen. Deine alten Kumpels hätten sich ja auch mit dir einigen können. Haben sie aber nicht getan, oder? Nein. Also, gute Freunde hast du nicht verloren, so viel ist schon mal klar. Und du hast es überlebt. Also, was willst du noch? Genugtuung? Ich will nur eine Antwort auf meine Frage. Warum? Zwei Platzhirsche passen nicht auf unsere Weide. Ganz einfach. Also, packt euren Krempel und macht, was auch immer ihr tun wollt. Aber nicht mehr in meiner Gegenwart. Was sagst du dazu, Bully? Ich weiß nicht. Ich hab da so ein Jucken in meiner Hand. Und ich glaube nicht, dass es durch Kratzen besser wird. Schluss jetzt damit! Der Duke hat euch was gesagt. Also, verpisst euch! Da kommt schon die nächste Pfeife. Lass gut sein, Bully. Der Wurm ist die Mühe nicht wert. Wie habt ihr mich gerade genannt? So, kriegt euch mal wieder ein. Ihr habt euren Spaß gehabt. Jetzt ist gut. Also, verschwindet und nervt woanders weiter, klar? Baxter, bin ich fertig. Lass uns hier verschwinden. Geht's dir jetzt besser? Nicht wirklich. Ich fürchte, es wird noch Jahre dauern, bis ich den Scheiß hinter mir gelassen habe. Ist schon traurig, dass du, Arsch, der letzte Freund bist, der von all den Leuten übrig geblieben ist, denen ich mal mein Leben anvertraut habe. Scheiß drauf. Ich gehöre jetzt zu deiner Truppe und werde dich unterstützen bei dem... Naja, was auch immer du so veranstaltest. Du willst mich also nicht mehr töten? Ach, ich bin zu müde. Vielleicht später. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. So, und jetzt halt die Klappe und mach weiter. Vater. So, du hast mich also gefunden. Ich hatte gedacht, dass du mich schon früher finden würdest. Was hat dich so lange aufgehalten? Ich hatte Wichtigeres zu tun, als einem längst verblassten Schatten meiner Vergangenheit hinterher zu jagen. Jetzt bist du hier. Und? Was wirst du nun tun? Mich ermorden? Das wäre nicht mein Stil. Ich schätze, wenn du mich hättest töten wollen, dann hättest du es vermutlich schon längst versucht. Alles, was ich tat, tat ich zum Wohle der Gemeinschaft der Alps. Der Hybrid hatte sie blind und größenwahnsinnig werden lassen. Jemand musste etwas unternehmen. Du hast versucht, mich zu töten, deinen eigenen Sohn. Ja, und ich stehe auch dazu. Als Höriger des Hybriden warst du kurz davor, die gesamte Menschheit auszurotten. Wenn ich den verblendeten Alp-Commander, der du damals warst, nicht aufgehalten hätte, hättest du den einzig effektiven Gegner des Hybriden vernichtet. Der Pilger Thorald und damit die gesamte Gilde der Berserker wären getötet worden und Mangalan wäre im Strom der Gewalt und Zerstörung untergegangen. Du wagst es tatsächlich, dich hier als Retter der Menschheit aufzuspielen? Als ich schon lange für die freien Menschen gegen den Hybriden kämpfte, hast du immer noch versucht, mich aus dem Weg zu räumen. Sieh dir an, wo es dich hingeführt hat, Jax. Du arbeitest doch schon wieder für dieses Monstrum. Dawkins hat dich auch heute wie damals so sehr unter seiner Knute, dass du die Wahrheit nicht erkennst. Welche Wahrheit? Die Wahrheit oder das, was für dich selbst von Vorteil wäre?
Selbst wenn ich deine Verbrechen vergessen sollte, ich werde dir nicht durchgehen lassen, dass du meinen Sohn in Gefahr gebracht hast. Dex hätte sterben können da draußen, wo du ihn hingeschleppt hast. Da ist es wieder. Die Verblendung, der Irrweg, auf dem du dich befindest. Wach auf, Jax. Du musst endlich erkennen, was hier wirklich vor sich geht. Die Skyans, wie du sie nennst, können besiegt werden. Und ich weiß auch wie. Dein Sohn war zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr. Dex hat ein solch großes Potenzial, dass selbst ihre Kreaturen ihm nichts anhaben können. Ich habe gesehen, wie er ihnen getrotzt hat. Red keinen Unsinn. Er ist noch ein kleiner Junge. Hör zu, wenn du mir nicht traust, dann verstehe ich das. Aber wir müssen unsere Fehde erst einmal vergessen, wenn wir überleben wollen. Wenn wir zusammenhalten, haben sie keine Chance gegen uns. Glaub mir, ich war in Marakor. Ich war dabei, als sie hier ankamen und ihr Hauptquartier gebaut haben. Du brauchst mich. Ich kenne ihre Schwächen. Ich kenne ihre Ziele. Ich weiß, wo sie verwundbar sind. Das sagst du nur, um deine eigene Haut zu retten. Ach, verdammt. Wenn ich dich doch nur überzeugen könnte. Magalan steht kurz davor, auseinanderzubrechen. Wir können es noch aufhalten. Aber nur, wenn du dich jetzt nicht mehr blenden lässt und jetzt die richtigen Entscheidungen triffst. Du warst in Marakor und hast ihren ersten Former landen sehen? Ich war viele Jahre im Exil. Niemand folgte mir nach Marakor, also blieb ich dort. Bis zu dem Tag, an dem das erste ihrer Schiffe hier ankam und sich dort niederließ. Ich habe gesehen, wie sie ihre Systeme aufbauten. Ich weiß, wie die Former arbeiten. Dann sag mir, wie die Former arbeiten und wie man sie lahmlegen kann. Ich soll meine Trümpfe einfach so ausspielen, ohne sicher sein zu können, dass du mich nicht doch noch einfach tötest? Das sieht dir ähnlich, aber ich lass mich nicht mehr von dir verarschen. Die Frage ist, warum ich so einen Unsinn überhaupt glauben soll. Nein, Jax. Die Frage ist, ob du es dir leisten kannst, eine solch wichtige Information mit mir zu begraben. Was willst du von meinem Sohn? Was hast du mit ihm gemacht? Er lief mir in die Arme. Es war Zufall. Ich habe euch beobachtet und... Der Junge hat einen starken Willen. Genau wie sein Vater. Ich habe gar nicht erst versucht, ihm seinen Plan auszureden, zur Stellung der Fremden in Tavar zu gehen. Ich dachte, ich könnte ihn beschützen, wenn er... Aber ich musste feststellen, dass er stärker ist, als ich es vermutet hatte. Dein Sohn ist etwas ganz Besonderes. Er wird noch eine große Rolle spielen im Krieg gegen die... Lass deine Hände weg von ihm, ich warne dich. Du solltest ihm eine Aufgabe geben. Sein großes Potenzial wird sich nicht entwickeln, wenn seine Eltern ständig versuchen, ihn vor der Welt abzuschirmen. Ich will einen Beweis. Gib mir etwas, was mich davon abhalten könnte, dich in Stücke zu reißen. Das ist leicht. Du glaubst, du weißt alles, was in deiner kleinen Bastion so geschieht? Ich sage dir, einer deiner Leute ist schon jetzt dabei, mit dem Feind in Kontakt zu treten. Wenn du jetzt nicht aufpasst, hast du bald eine ausgewachsene Kampftruppe der Skyans bei dir zu Hause. Wer? Tja, wenn ich dir das sage, dann glaubst du nur, ich würde wieder alte Geschichten aufkochen. Dawkins, warum sollte er das tun? Er hat die sechste Macht gegründet. Warum sollte gerade er uns in den Rücken fallen? Du wolltest einen Beweis über mein Wissen und meine Vertrauenswürdigkeit.
Prüfe doch erst einmal, was ich dir soeben offenbarte. Und dann entscheide, ob du mich immer noch in Stücke reißen willst oder nicht. Woher dein plötzliches Interesse an der Menschheit? So wie ich dich kenne, vermute ich eher, dass du ausschließlich am Fortbestand der Alps interessiert bist. Damals hatten wir die Vorherrschaft über Magalan. Da ist es leicht, über die anderen zu richten. Das Blatt hat sich gewendet. Heute sind wir die Gejagten. Die Alps in Ignadon werden als erstes fallen, wenn die Skyans ihren Großangriff von Marakur aus starten. Daher brauchen wir die anderen Gilden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie intakt bleiben und ihren Beitrag im Krieg gegen die Eindringlinge leisten. Auch deine Truppe in der Bastion muss noch stärker werden, damit sie im Krieg gegen die Skyans bestehen kann. Tatsächlich? Jede Gilde? Ja, wir brauchen sie alle, sonst werden wir sterben. Die Berserker leisten bereits ihren Beitrag. Sie kämpfen aktiv gegen die Skyaniden. Selbst die verbrecherischen Outlaws in ihrem Talkessel dürfen nicht fallen. Ich habe bei meinen Streifzügen gesehen, dass sie in den letzten Tagen in arge Bedrängnisse gekommen sind. Du solltest dir die Situation unbedingt mal ansehen. Ich fürchte, der Duke von Ateris wird deine Hilfe brauchen. Geh in deine Bastion und überzeuge dich selbst von dem, was ich dir gesagt habe. Ich werde hier auf dich warten. Wir müssen über unseren Sohn sprechen. Ja, das müssen wir. Ich mache mir Sorgen um seine Zukunft. Dex liegt im Fokus einflussreicher und gefährlicher Leute. Bardek, Dawkins. Er kann nicht in der Bastion bleiben. Aber wo soll er denn hin? Das sollte er selbst entscheiden. Ich werde mal mit ihm reden. Na gut, wenn du meinst. Hör mal, Dex. Du kannst nicht in der Bastion bleiben. Ich weiß, du machst dir Sorgen, dass deine alten Mentoren mich in Bedrängnis bringen, nicht wahr? Meine Mentoren? Na, dein Vater und Adam. Ach, du bist ein cleverer, großer Junge. Aber ich habe Angst, dass sie dir irgendwann auf die Pelle rücken, wenn ich mal nicht hinsehe. Sie wissen beide, dass du etwas ganz Besonderes bist. Daher sollten wir dich dahin bringen, wo sie dich erst einmal nicht vermuten. Das schließt deine Heimat in Tavar schon mal aus und natürlich sollte es auch nicht irgendwo in der Wildnis sein. Eher eine zivilisierte Gegend, weißt du? Aber Aska soll mitkommen. Natürlich. Okay, wenn das so ist, dann will ich aber selbst entscheiden, wohin ich gehe. Das war die Idee, also. Was kannst du dir vorstellen? Wo würdest du gerne hin? Bevor ich das entscheide, muss ich dir erst noch ein paar Fragen stellen. Okay, schieß los. Erste Frage. Ist es für dich wichtiger, die Menschheit zu retten oder deine Familie? Ohne die Menschheit wäre auch meine Familie arm dran. Na klar, das ist das Problem. Zweite Frage. Glaubst du, es ist effektiver, Konflikte mit Gewalt oder mit Diplomatie zu lösen? Es kommt auf die Umstände an. Schon. Doch sind die Umstände hierzulande leider meistens sehr eindeutig, nicht wahr? Dritte Frage. Ist es für dich legitim, jemanden etwas wegzunehmen, obwohl du ganz genau weißt, dass der Bestohlene große Probleme bekommt, wenn du das tust? Ich will keine Unschuldigen in Schwierigkeiten bringen. Nun, dann wählst du damit den längsten aller Wege, um dein Ziel zu erreichen. Gut, dann weiß ich, was ich tun werde. Ich gehe zu den Klerikern. Interessante Wahl. Warum gerade sie? Sie versuchen, die Menschheit zu retten. Das kommt der Philosophie von uns Berserkern immer noch am nächsten. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Komm mich mal besuchen, Vater. Das mache ich. Pass auf dich auf. Nicht, dass du dich wunderst. Kleriker Falk ist zuweilen etwas merkwürdig. Kleriker haben ihre strikten Grundsätze. Das kann gut oder auch schlecht sein. Einsatzempfehlung? Ich schätze, ich denke besser noch einmal darüber nach. Egal. Je mehr wir sind, desto besser ist es für uns. Nyra ist als Alp sicherlich eine Bereicherung. Auf ihre Art. Sieh an. Eine eisige Frau aus dem Norden.
Einsatzempfehlung? Wir werden sehen. Verstehe. Schau ich mir an. Vielen Dank für die Nachricht. Was gibt es Neues aus der Bar? Mich erreichte die Nachricht, dass die Skyans unsere Weltenherzen ins Visier genommen haben. Von Skyaniden wurden gesichtet, die die Weltenherzen in Tavar angreifen wollen. Ich habe hier alle Hände voll zu tun, sonst würde ich sofort versuchen, unsere Leute bei der Verteidigung der Herzen zu unterstützen. Ich könnte das übernehmen. Dann tu das, aber schnell. Wenn die Herzen fallen, dann fällt auch Tavar. Ich will für die Gemeinschaft spenden. Gut. Wie viel Elixit darf ich verbuchen? Sehr gut. Das wird dir anderweitig sicher noch zugutekommen. Wie sieht es in der Bastion aus? Kommen wir voran? Das hohe Aufkommen der Skyaniden ist ja eine Sache. Doch wir sind an vielen Stellen noch nicht so effizient, wie wir sein müssten. Die Skyans scheinen unsere strategischen Ziele häufig schon zu kennen, noch bevor wir sie in die Tat umsetzen können. Ich habe einen leisen Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Das sollten wir ernst nehmen. Du machst hier einen guten Job. Ich traue deinem Urteil. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Ich würde vorschlagen, an einer ganz bestimmten Stelle mal nachzuhorchen. Die Skyans reaktivieren viele der verstaubten Rechner der alten Welt. Es gibt da ein altes Chemiewerk in Ignadon. Von dort wollen unsere Kundschafter vor kurzem eine Stimme aus einem der Lautsprecher gehört haben, die von Dingen sprach, die eigentlich nur jemand aus der Führungsriege der sechsten Macht wissen kann. Vielleicht nur Spinnerei und ein verdammt dünnes Indiz, aber Grund genug, sich das mal genauer anzusehen, findest du nicht? Wo ist der alte Mann? Wo ist Dawkins? Keine Ahnung. Ich dachte, er wäre bei dir. Ach ja, warte mal. Jetzt fällt mir etwas ein. Er sagte, er wollte noch einmal nach DNA-Fragmenten suchen. Wo genau? Nun, er redete einen Haufen technisches Zeug und irgendwas von einem Hauptformer oder so. Ergibt das Sinn für dich? Was? Der Hauptformer der Skyen steht in Marakor? Tja, dann ist er wohl dahin. Keine Ahnung, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. 34-5-201. Datenübertragung starten. Abzug der feindlichen Truppen im Planquadrat A120 zu B609. Scheiße. Warnung. Externe Sensoren verzeichnen Bewegung. Starte Ortungsalgorithmus. Analyse. Humanoide Einheit. Hohe Wandlungsaktivität. Crony? Bist du das? Was hast du getan? Ich bin Cassandra, Kontrolleinheit 0. Meine externen Sensoren identifizieren die zweite humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist deine Urform? Ich verstehe, du hast meine Drohne gekapert. Du bist die Stimme des Feindes, die künstliche Intelligenz des Hauptformers der Skyans. Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Ja, deine Kreaturen haben mich bereits infiziert. Aber so leicht ergebe ich mich eurer Seuche nicht. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Das könnte dir so passen. Wovon redest du überhaupt? Was ist die Urform?
Die erste humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist sie? Wo ist die Urform? Sehr beruhigend, dass dir offensichtlich nicht alles über unsere Spezies bekannt ist. Das bedeutet, du bist nicht allwissend, nicht unfehlbar. Und damit auch nicht unbesiegbar. Trägt diese erste Anomalie auch einen Namen? Wo ist Dawkins? Wo ist die Urform? Dawkins. Wer auch sonst. Dieser Kerl wird noch einmal mein Untergang. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Jetzt hör mal gut zu, du Schaltfehler. Ich werde dir gar nichts sagen und auch nirgendwo hingehen. Ich werde deinen Stecker ziehen und danach deine Schaltkreise rausreißen. Analysiere. Wo ist deine Urform? Wo steht dein Zentralrechner? Analysiere. Was denn? Das war's schon? Ein paar Widerworte und du kriegst einen Kurzschluss? Commander? Ah, schade. Ich kam gerade in Fahrt. Starte Selbstdiagnose-Algorithmus. Gib dir keine Mühe, Crony. Sie ist weg. Ich verzeichne eine feindliche Übernahme meiner zentralen Systeme. Ja, schraub dir besser mal ein paar mehr Sicherungsbolzen in deine Synapsen, mein Freund. Sie wird das mit Sicherheit noch einmal versuchen. Positiv. Du bist ja immer noch da, du Pfeife. Verpiss dich, aber ganz schnell. Nicht zu fassen. Man munkelt, du hättest ein paar Probleme, die die Outlaws schwächen könnten. Mann, du machst mir Spaß, du Vogel. Hast du schon gesehen, was sich da oben am Rand des Kraters alles versammelt? Seit diese toxische Höllenbrut auf unserem Planeten erschienen ist, verjagen sie die ganzen normalen Viecher aus den Umländern ihrer Terraformer. Und dreimal darfst du raten, wo diese Biester Schutz suchen. Ja, genau. In unserem Dreckloch hier unten. Am Anfang waren es noch vereinzelte Tierchen. Mittlerweile sind es Herden von Viehzeug, die da auf uns zugestürmt kommen. Wenn das so weitergeht, dann werden wir noch von ihnen überrannt. Dann musst du etwas dagegen unternehmen. Ja, genau. Das tue ich auch. Ich erteile dir hiermit den Befehl, dich darum zu kümmern. Töte die ganzen Biester am Rand des Kraters, bevor sie unsere kleine Siedlung hier völlig niederwalzen. Was denn? Du willst nicht? Dann hab auch nicht so eine große Schnauze. Ich schick jedenfalls niemanden daraus. Wir bleiben alle schön hier unten und verteidigen die Basis. Anstrengend.